So, jetzt. So, jetzt kann man mich zumindest im Stream hören. Fürchterlich. Irgendwas ist heute nicht, läuft heute nicht so, wie es soll. Ja, trotzdem. Huhu und herzlich willkommen hier zum neuen Runde DSA 5. Und heute außerdem hoffentlich ab sofort etwas frei von komischen Rucklern und technischen Problemen. Die anderen Spieler, zum Beispiel Leopardin 202 als Ilva. Und der Rerion als Lot hier. Ja, doch nicht mit Ton. Jetzt mit Ton? Nochmal, Sachen, Leopardin darf nochmal Hallo sagen. Hallo, guten Abend. Siehste, doch Ton. Lot hier hat auch Ton. Ja. Gut. Meine Güte, heute ist echt der Wurm drin. Und IKU hat auch Ton und Bild und fliegt nicht raus. Ja, Traditionen müssen ja gewahrt werden. Und zu Anfang des Streams muss ich einmal rausfliegen. Also anders geht das Keiner nicht. gesehen. So. Der Pöller hat auch Ton und heißt dir in diesem Spiel Goswin. Ich habe gar nichts gesehen. Schuhu allerseits. Ja. Gut. Ja, wir befinden uns im Aventurien mit unserem Spiel. Und wie immer blende ich euch, die ihr vielleicht die ersten Folgen alle nicht gesehen habt, Schande über euch, einmal die Karte ein, in welchem Gebiet wir uns ungefähr bewegen. Wir sind hier in der Bernsteinbucht, also zumindest in der Nähe der Bernsteinbucht. Unsere Helden haben den Untergang des Dorfes Friesow miterlebt. Dunkle Gestalten, Dunkelelfen haben das Dorf überfallen und dem Erdboden gleich gemacht. Dann ist ein Flüchtlingstrack angeführt von unseren Helden nach Glündhaven unterwegs gewesen. Von dort aus sind sie nach Frigorn, dem Heimatort von Lothir und von Ikaju, gepilgert, könnte man sagen, haben viele Abenteuer unterwegs erlebt. Und auch in Frigon gab es einige Verwicklungen und Verstrickungen, ehe sie dort mit ansehen mussten, wie die Dunkelelfen ein Monster aus dem Blauen See befreien, das dort sehr lange Zeit ja, gehaust hat und nun von den Dunkelelfen beherrscht wird. Und ja, sie waren immer auf der Suche. Oder sind immer auf der Suche nach sogenannten Himmelslichtern, denn auf ihrem Weg seit Friesow haben ihnen immer wieder irgendwelche Menschen und auch andere Wesenheiten, zum Beispiel ein Yeti, gezeigt, dass es wohl merkwürdige Artefakte gibt, die seltsame Kräfte innehaben und die irgendetwas mit dieser Invasion zu tun haben, was, das wissen die Helden immer noch nicht so richtig ganz genau. Und ja, in den letzten Folgen haben sie versucht, einen Dämon loszuwerden, den der von Lothir Begriff erfasst hatte. Und haben es durch ein altes schwarzmagisches Ritual, das stümperhaft von, ich meine, total kompliziert und ja, von Goswin ausgeführt wurde. Das war ja wohl alles andere als stümperhaft. Ja. Satoborasa. Kein Stotterer in der Formel. Ich möchte das betonen. Ja, es wurde ja, ausgeführt. Und Lothir wurde befreit und ist nun frei von dieser Gestalt, die sich ihm bemächtigt hat. Und das Problem ist, außer Lothir haben alle drei diese Gestalt dann gesehen und dieser Anblick hat sie, naja, verändert, könnte man sagen. Zumindest geistig und mental geprägt. Nicht? Naja, gut, dann nicht. Nein! Nein! Weißt du, ich bin kurz davor, eine Gesellschaft zur Suchtprävention bei aventurischen Helden zu gründen. Ja. Dass alle noch nicht drogenabhängig oder Alkoholiker sind. Sei dem Ganzen noch nicht genug,
habt ihr einen. Ihr wart, das Ganze stand, fand statt an einer alten Elfenruine. Und dort gab es einen Turm. Den seid ihr hinaufgeklettert, weil Lothir dort einen Schwan hat hineinfliegen sehen. Und was euch in dem Turm erwartete, war allerdings kein Schwan, sondern eine, ja, in edle Kleidung, edle schwarze und bestickte Kleidung gekleidete Person mit langen, schlohweißen Haaren. Und das, ja, ist, diese Person habt ihr dort getroffen und die letzte Szene war, dass diese Person die Kapuze ihres Mantels zurückgeschlagen hat, zu euch aufgeblickt hat. Lothir ist vor ihr auf die Knie gefallen, weil er sie für jemanden hält, der sie vielleicht nicht ist oder doch ist, wer weiß es schon so genau. Die Person blickte auf und ihr habt die schwarzen Augen und die spitzen Ohren einer Chakragal, einer Dunkelelfin, erkannt. Und an dieser Stelle sind wir ausgestiegen, letztes Jahr, als wir das letzte Mal gespielt haben. Ilva immer noch mit starrem Griff die Axt umfasst, Lothir auf dem Boden vor der Gestalt kniend. Und ja, ich weiß gar nicht, in welchem Status Goswin und Ikayu gerade da zugesehen hatten. Wahrscheinlich auch irgendwie angespannt. Ikayu und Ilva erkennen die Gestalt. Sie haben sie beim letzten Mal gesehen in Frisov, wo die Gestalt ein menschliches Kind aus brennenden Trümmern gerettet hat. Von daher ist da langsam ein Erkennendes, was sich in den Geist schleicht. Goswin und Lothir kennen die Gestalt nicht. Lothir meint sie vielleicht zu kennen oder zu erkennen. Allerdings auf eine andere Art und Weise. Und Goswin hat diese Gestalt noch nie gesehen und ist wahrscheinlich gerade unter dem Eindruck, oh, ein Chakragar. Ja, aber das beschreibt Goswins Gedankenwelt gerade ziemlich gut. Worf, ja. Worf ist gerade in deinen Gedanken. Ja. Oh, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Kayo sogar 2 Schritte nach vorne gemacht. Nachdem die Gestalt die Kapuze nach hinten geworfen hat, um sie anzusehen, hat sie dann einen wieder zurückgemacht. Ja. Weil das mit dem Chakragar, das war nicht so ganz noch in Erinnerung, oder hat sie damals nicht so realisiert, als sie Ilva zusammengeflickt hat hinter diesem großen Schuttberg, nachdem Ilva von der Monsterkrabbe verhauen worden war. Und wir die Gestalt das erste Mal erblickten, aber genau daran erinnert sie sich jetzt tatsächlich gerade. Und das Erste, was sie macht, ist tatsächlich so ein schneller Blick in die Runde, so nach dem Motto, okay, macht gerade irgendwer was oder eskaliert jetzt hier alles, weil bitte nicht eskalieren. Ich habe euch mal im Stream eingeblendet noch ein Bild dieser Gestalt, falls ihr euch daran nicht erinnert. Diese junge, ja, was heißt jung? Wer weiß es so richtig, bei Elfen sieht ungefähr so ja, Anfang 30, Mitte 30 aus. Langes, schlohweißes Haar, wie man sieht. Und halt die pupillenlosen, dunklen, schwarzen Augen des Chakragar. Guck mal, schnell zu Ilva. Und verschwindet. Erst mal. Hinter Ilva. Im Windschatten. Ja. Dear gods of the Twitch of the Discord universe, stop disconnecting me! Was ihr eben nicht gehört habt, ist, dass Freda in allen Höchsttönen gelobt hat, wie gut Herr Google Hangouts ist. Da ist Discord vielleicht etwas eifersüchtig. Ave Deus Mechanicus. So. Ja, anderes Universum. Ja, nochmal, ich gucke zu Ilva rüber. Ich weiß gar nicht, realisierst du das, dass ich dich angucke? Weil, also ich muss gerade mit dir kurz so die Situation checken, so nach dem Motto, was machen wir jetzt? Ansonsten quatsch ich gleich. Ich sehe das nicht, weil ich bin wie ein Flitzebogen gespannt und ich habe meine Axt in der Hand und ich, also es fehlt nur der allerkleinste Auslöser und die stürmen schreiend auf den zu. Also ich bin wirklich so kurz davor, ein Muskelzucker vor Angriff. So. Wenn der sich bewegt, dann
renne ich los. Also dann bin ich, greife ich an. Also Lot hier in seiner Funktion als herausragender Gewalter der Ifern sieht gerade ziemlich dämlich aus, weil er tatsächlich einfach vor der Gestalt mit offenem Mund kniet und wenn man in sein Gesicht blicken würde, würde man sehen können, wie er versucht irgendwie die Situation zu begreifen oder Puzzleteile zusammenzusetzen und irgendwie scheint es so, dass die nicht ineinander greifen wollen. Okay. In Betracht dieser geballten Kompetenz, die sich hier versammelt hat, greift Ikayu bis zum Ellenbogen in den Abgrund ihrer Emotionalität, kratzt das letzte bisschen Mut zusammen, das sie hat, strafft die Schultern, atmet tief ein und tritt den Schritt wieder vor, so halb vor Ilva, damit Ilva vielleicht so halb ausgebremst ist und erstmal nicht vorstößt. Weil in Ikayus Gedankenwelt macht das gerade Folgendes. Okay. Wenn sie ein Speer wäre, würde sie nicht wollen, dass wir wissen, dass sie hier ist. Das bedeutet, sie hätte uns schon auf der Treppe angegriffen, wo wir sehr verletzlich wären und mindestens zwei von uns wären schon tot. Also ist sie kein Speer. Gut, was könnte sie dann sein? Ein Bote. Das bedeutet, entweder haben die Chakragasi geschickt, weil sie mitbekommen haben, dass wir gegen sie intervenieren und sie möchten uns eine Botschaft schicken, was irgendwie dämlich ist, weil wir sind keine große Bedrohung für sie. Aber es ist eine Möglichkeit. Oder? Das Oder ist sehr unwahrscheinlich. Schieben wir das Oder beiseite. Wahrscheinlich ist sie eine Bote. Also, ich sammle einfach mal ganz kurz. Also Ilva ist bis zum Bersten angespannt. Was fühlt Ilva gerade? Wut hauptsächlich. Ganz viel Wut, weil sie den ja genau wiedererkennt. Mhm. Und weiß, dass das der Typ ist, der schon mal mit den miesen Viechern da das Dorf überfallen hat. Und echt Leuten, die ich mag, wehgetan hat. Das ist nicht gut. Und, aber auch ein bisschen Schiss in der Buchse. Mhm. Weil. So eine innere Zerrissenheit zwischen. So eine innere Zerrissenheit, weil ich weiß, dass die krass stark sind und dass die einiges an Macht haben und sowas. Und also Fjaniger stürzen sich eigentlich nicht völlig unbedacht in Kämpfe, von denen sie schon vorher wissen, dass das eine knappe Kiste wird, wenn nicht sogar eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Da geht es eigentlich immer um eine realistische Einschätzung der Lage und das habe ich mein ganzes Leben lang immer so mitgekriegt, dass ich das tun muss und dass es manchmal sich eher lohnt, wegzurennen und sich in Sicherheit zu bringen, als dass da auf Teufel komm raus den Kampf zu suchen, wenn man das nicht ernsthaft schaffen kann. Weil das Leben im hohen Norden ist kostbar und muss geschützt werden. Allerdings sind wir hier echt in einer schwierigen Situation. Der hat Leuten, die mir wichtig sind, schon so wehgetan und uns immer wieder in Gefahr gebracht. Und der steht genau mit dem Feind im Bund. Ich weiß es genau, ich habe ihn schon mal mit dem Feind zusammen gesehen. Eigentlich muss der voll aufs Maul kriegen, aber so richtig wohl bei der Sache ist mir nicht. Okay, also sehr zwiegespaltene Empfindungen, die da gerade hochkommen. Aber im Zweifelsfall würde Wut überwiegen. Also im Zweifelsfall wäre ich wirklich bereit, da jetzt loszurennen und zu kämpfen. Auch wenn ich eigentlich um mein eigenes Leben da gerade echt wohl Schiss hätte. Aber für die anderen würde ich da reinrennen. Ja. Okay. Und was fühlt Goswin in dieser Situation? Also ich muss ganz ehrlich sagen, je nachdem, wie stark der Wind ist, dürfte man es in meiner Richtung pfeifen hören. Heißt? Keine Ahnung. Es ist alles sehr kompliziert, habe ich das Gefühl. Die anderen reagieren alle irgendwie komisch. Da steht auf einmal ein Chakragar vor uns. Ich glaube, der will den Dämon holen. Ich stelle mich bereit für einen Kampfzauber. Mhm. Also auch so ein Vorsicht, hilflos. Wie drückt man das aus? Also im Prinzip, man würde sehen, wie ich ein ernstes Gesicht aufsetze, damit man der Leere hinter der Stirn nicht gewahr wird. Mhm. Den Stab, also ich stehe so mit der linken Schulter nach vorn, ja. Den Stab in den Boden gehauen. Ja.
und die Hand so ausgestreckt. Ja, und dann so, so ein Gefühl von Scheiße, was geht hier los? Im Zweifel mache ich was. Okay. Und was fühlt Lot hier? Ich meine, du hast ja gerade schon beschrieben, du hast ein gemischtes Gefühlsleben, aber vielleicht nochmal so ein kurzes, was geht in ihm vor? Und ihr werdet gleich sehen, warum ich das frage. Er ist ja eh noch ein bisschen emotional angeschlagen, aber das ist ja eine andere Geschichte. Also man sieht, dass also Lot hier hat das Gefühl, sich an was zu erinnern. Er weiß aber, einerseits will er den Gedanken zulassen, andererseits sträubt sich ihn, alles in ihm dagegen. Welcher Gedanke kommt denn hoch? Dass das die Person ist, die ihn gerettet hat. Und dann drückst du den Gedanken sofort wieder beiseite, zugunsten von was? Das ist eher so ein, das ist die, die mich gerettet hat. Aber das kann sie nicht sein. Kann sie es doch sein? Kann sie es nicht sein? Kann sie es doch sein? Mhm. Also das ist so ein Unglaube mit einem Keim Hoffnung und tatsächlich total nach emotionaler Überforderung in dem Moment. Ja. Okay. Und Ikayo tritt einen Schritt nach vorne, hat die Schultern breit gemacht und geht erstmal aus dem Discord-Stream raus. Ja. Da ist sie wieder. Macht die Schultern gerade. Tritt mutigen Schrittes, so einen halben Schritt nach vorne, damit sie mit der einen Schulter so vor Ilva steht. In ihrem Rücken steht Goswin zum Kampfzauber bereit, gestreckt. Vor ihr auf dem Boden kniet Lot hier, der gerade hochsieht und irgendwie so einen ganz verwirrten Gesichtsausdruck im Gesicht stehen hat. Und dann überflutet Ikayu eine emotionale Welle von allen Gefühlen, die Ilva, Lothir und Goswin gerade durchleben. Und umgekehrt. I hate you so much. Und umgekehrt fühlen Goswin, Lothir und Ilva genau was gerade, was Ikayo vorher gefühlt hat. Ja, diese entschlossen, okay. Gehen wir diese Situation ruhig an, weil ich glaube, sie ist nicht das, was es scheint. Also sie ist tatsächlich relativ ruhig und gefasst. Sie hat so die Hälfte ihrer Angst bei dem Dämon gelassen, so nach dem Motto, nachdem, ja komm, ne, meine Angst musst du dir verdienen. Ja, ja, aber während dann die Gefühle sich von hinten tatsächlich überfluten, wie so eine Welle, da schwankt sie einfach nur. Ja. Und hat Probleme, sich auf den Beinen zu halten, während, ja, wahrscheinlich packt sie sich auch noch an den Kopf und stöhnt und geht erstmal so. Irgendwas greift nach deinen Gedanken, und zwar sind es die Gedanken deiner Freunde, und ihr seht das Himmelslicht unter der Kleidung von Ikayu durchscheinen. Das ist bis jetzt noch nie der Fall gewesen. Es hat schon aufgeleuchtet, aber bisher war es nie so hell, dass es durch den Stoff der Kleidung durchscheint. Und Ikayo merkt auch das Warme. Du hast schon mal gemerkt, dass es warm wird, wenn es sich erleuchtet. Aber dieses ist fast brennend heiß auf der Brust. Ikayo bricht zusammen. Lothir, Ilva und Goswin fühlen diesen zuversichtlichen Gedanken, den Ikayo vor ihrem Zusammenbruch hatte, auch in ihrem Kopf. Ihr merkt, dass da auch was reingeht, gerade von außen. Und dann bricht Ikayo mit diesem sich an den Kopf fassend zusammen. Und reißt das Himmelslicht von ihrer Haut weg, weil das wird ihr jetzt langsam echt zu heiß. Das bedeutet, sie kniet auf dem Boden, eine Hand geht in den Ausschnitt und holt dieses Ding raus. Dann wird der ganze Raum mit gleißend hellem, weißem Licht erfüllt.
und ist dann erstmal schwer atmend da, während sie versucht, sich irgendwie wieder zu fangen. Ja. Ilva, du hast ja auf irgendwas gewartet, was ein Auslöser ist, oder? Ist, aber das, nicht ist das ein Auslöser? Nicht auf sowas. Nicht auf sowas. Ich lass die Axt ein bisschen sinken und guck's mit ungläubigem Gesichtsausdruck und weit, weit aufgerissenen Augen. Was ist das denn jetzt? Hilfe? Also was passiert denn da? Ist auch das erste Mal, dass du merkst, dass jemand in deine Gedanken greift. Also du fühlst das, was Ikayu fühlt, nur weißt, dass es Ikayu ist. Du merkst auch jetzt dieses Verwirrtheit und dieses heiß und. Ja, okay, krass. Die anderen übrigens auch, Goswin und Lothi. Guck mich so ein bisschen hilfesuchend zu den anderen um. Irgendwie, was passiert hier? Ja, ich und kann mich auch nicht zurück. In meiner Verzweiflung Goswin an. Der also ich bin im Prinzip schon zu Ikayu gestürzt und versuche sie so ein bisschen unbeholfen abzuschirmen vor irgendwas, was ja nicht da ist. Ja. Geht auf. Langsam. Gut, hier steht auf. Die Gestalt vor dir. Irgendwie stand er relativ normal, also in keiner aggressiven Pose da, sondern in einer, ja, vielleicht sogar so halb offene Armhaltung. Greift jetzt irgendwie unter ihren Mantel. Da steht Lothir auf und macht was, weil er hat gewürfelt. Nee, ich habe nicht gewürfelt. Wer hat denn da gerade gewürfelt? Das war ich. Das war meine Selbstbeherrschungsprobe für Ikayu, wie schnell sie sich wieder einkriegt. Und sie kriegt sich wieder ein. Mhm. Also tatsächlich relativ schnell wieder. Ich weiß nicht, ob die immer noch mitbekommen, was gerade so durch ihren Kopf ist, aber das ist so, du kannst das, trag das. Also ja, ihr alle fühlt und hört das, was Ikayu denkt und fühlt und andersrum Ikayu fühlt und denkt genau das alles, was Ilva, Goswin, Lothir fühlen. Und irgendwo, Ikayu, jetzt wo du dich unter Kontrolle hast und das, irgendwo ist da noch etwas Fünftes. Kann ich mich darauf konzentrieren? Ja, wir warten erstmal ab, was Lothir gerade macht, weil der stand ja gerade auf. Das Erste, was er da macht, ist einen kurzen Blick zu seinen Gefährten werfen, die da so in verschiedensten großen Funktionen gerade sich ergehen. Strafft dann die Schultern und geht ein, zwei Schritte auf die Gestalt zu. Ja, weicht auch nicht zurück. Und Ikayu konzentriert sich auf dieses fünfte, ja, in dieses fünfte Gefühl, diesen fünften Gedanken, der irgendwo versteckt unter den anderen, die gerade dich überschwemmt haben, hervorlugt und so ein und fremd ist irgendwie. Das, du hast es deswegen am Anfang nicht so gespürt, weil es ist fremd, andersartig und so komplett überwogen von den anderen. Und eine andere Art zu denken und zu fühlen, aber dennoch da. Und du kannst es rauskramen und kannst dich darauf konzentrieren. Spürst dann, wie Goswin irgendwie versucht, dich irgendwie zu halten und dich abzuschirmen. So die Hälfte seines Mantels oder seiner Robe vielleicht so schirmend über dich hält. Und du fühlst Verwirrung. Wenn du das richtig übersetzen kannst. Eine Art, eine Art Fremdheit. Aber ganz stark, das Stärkste, was so durchkommt, wenn du das richtig deutest, wie gesagt, weil es ist fremd, ist Neugier. Und Angst.
damit kann ich mich identifizieren. Ja. Das bin ich! Yay! Ja. Aber ich lasse erstmal Lothier machen, während ich Goswin quasi eine Hand auf den Arm lege und mir geht schon. Ja, und die Gestalt, als Lothier zwei Schritte nach vorne macht, greift die Gestalt ja, wie gesagt, in ihren Mantel, holt ihrerseits ein Schmuckstück darunter hervor. Gerade mal gucken. Das ist... Nein. Da. Und ihr seht einen violetten Kristall an diesem Schmuck, also in dieser Kette baumeln. Sieht ähnlich so aus wie der Kristall von Ikaio und die anderen, die ihr bisher gesehen habt. Halt aber tief dunkel violett. Und der glimmt auch auf. Und sie schließt so die Hand um den Kristall und drückt daran und dann erlischt dieses gleißend helle Licht, was aus Ikaios Himmelslicht herausbricht. Und die Gedankenverbindung reißt ab. Und Lothier reitet einen weiteren Schritt nach vorne. Die Gestalt macht keine Anstalten, wegzutreten. Also die Verbindung abreißt, schüttelt Lothier mal kurz den Kopf, so dieses... Okay, die Gedanken sind da, wupp, die Gedanken sind weg. Ja, also geht ein Hand damit, dass das Licht verlöscht. Lothier hat auch weder Bogen noch sonst irgendwas gezückt, also er ist völlig unbewaffnet in dem Moment. Sie geht noch einen Schritt näher. Ich stelle mich wieder so auf wie vorher. Wer bist du? Die Gestalt streckt so ihre Hand nach dir aus. Ihr seid fast in Greifreichweite. So mit Handfläche nach oben. Also dann würde Lothier ihr auch tatsächlich direkt ins Gesicht sehen und... Ja, siehst diese tief schwarzen Augen, die so gar nicht zu dieser glatten, etwas blassen, aber schönen Gesicht passen wollen. Und dann wird er seine Hand dann auf die ausgestreckte Hand legen. Welche Sprachen spricht Lothier? Er spricht Gareti, welche Überraschung. Yuka, Alaani und Istira. Ah, okay. Ist auch alles auf vollem Umfang oder nur so gebrochen? Istira oder Alaani oder was? Welche Stufen? Ja, ich guck gerade. Ist auf 2. Istira auf 2, okay. Istira geht nicht höher von Menschen. Ja. Dann wird diese Gestalt hier auf Istira antworten. Und die anderen hören, also Goswin kann, glaube ich, auch Istira, ne? Die anderen beiden, glaube ich, nicht, wenn ich richtig informiert bin. Und dann die anderen beiden hören dann einen melodiösen Sprech einer Stimme, die ihr für eine Frauenstimme haltet, die so einen leichten Unterton hat. Also es klingt so, als würden zwei Menschen oder zwei Elfen sprechen. Goswin und Lothier kennen das, weil sie ja mit Elfen wahrscheinlich schon mal zu tun hatten. Und auf Istira antwortet diese Gestalt, dass sie blickt erstmal runter und antwortet dann: Ich bin Eisblüte.
Und du hast ja ihre Hand gehalten. Dieses, ja. Die Hand ist warm. Nimmt dann die andere Hand von der, vom Amulett und legt die andere Hand so oben auf deine. Wer bist du? Dann legt Lothir seine zweite Hand auch auf die zweite von ihr. Ja. Ja, es wirkt auf die anderen vielleicht seltsam innig. Vielleicht sogar. Auf eine ganz abstruse, verquere, komische Art. Also Lothir räuspert sich zweimal und sagt dann auf Istira, ich glaube, ihr hört ihn zum ersten Mal Istira sprechen, ich bin Lothir. Bist du die, die mich vor so vielen Jahren gerettet hat? Man sieht ein merkwürdigen, so, also als du anfängst zu reden, erstmal so ein als ob das weh tut. Und dann aber so eine Art angedeutetes Lächeln. Und dann kommt auf einen ganz gebrochenen, merkwürdig klingenden, also in so einem, auch in so einem singenden Melodie gesprochenen, aber ganz merkwürdige Worte gebrauchenden Gareti zurück. Ich weiß nicht, ob ich dich gerettet habe. Ich war noch jung und umgeben von Blut und Schneelauern. Ich hätte sterben sollen an den Verletzungen, aber jemand brachte mich zum Dorf. Ich kann mich nur an das weiche Gesicht und die helle Haut erinnern. Jetzt, wo du ihr genau in das Gesicht siehst, erkennst du, also hast du, so, du hast doch eh schon das Gefühl von einem Erkennen, aber ist in, irgendwas in dir wehrt sich noch dagegen. Wegen den schwarzen Augen. Und wegen der Vermutung, die du jahrzehntelang hattest. Deine Gesichtszüge, ich kenne sie. Du musst es gewesen sein. Ich hatte noch keinen Bart. Ich war nicht oft hier. Einmal rettete ich jemanden vor langer Zeit. Vielleicht warst das du. Dann würde Lothir etwas vermutlich ziemlich Dummes machen. Mal wieder. Und zwar würde versuchen, sie zu umarmen. Ja. Also ziehst dich an ihren Arm nach vorne wahrscheinlich dann. Mhm. Ja. Ja. Sie, die Gestalt, lässt das zu. Und Lothir umarmt die Gestalt. Und ihr aller anderen drei, die seht ja dann, also Lothir von hinten, klar. Und dann, es ist so ein awkward Moment für die. So ein, was macht der da gerade? Das mit Lothir scheint doch nicht funktioniert zu haben. Lässt das dann aber zu und scheint das auch irgendwie dann irgendwie, das ist so ein, schön Gesichtsausdruck. So ist das also. So ein, als ob es jemand das allererste Mal umarmt wird. Ahem.
Ruhe, Ikayo. Sollen wir gehen und später nochmal wiederkommen? Oder? Ja, das dauert einen ganzen Moment. Da kullern auch wieder ein paar Tränchen seine Wangen runter. Sich dann langsam löst. Das hat gut getan. Er nickt nur. Dreht sich dann um. Ikayo, sie ist es wirklich. Das ist schön. Nein, wirklich, ich freue mich für dich. Du grinst so aber... das Gesicht wieder Tränen. Der Bart ist wieder von Tränen nass. Ja. Habe ich dir wehgetan? Oh. Nein. Nein, nein, es geht ihm gut. Das ist kompliziert. Ich entspanne mich ein bisschen. Eisblüte, wer bist du? Wer? Auf was sprichst du? Auf Istira? Auf Gareti? Ja, ich spreche Istira. Ich bin mir... Also antwortet dir auf Istira. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Ich habe doch gesagt, ich bin Eisblüte. Ich wechsle jetzt mal auf Gareti. Deinesgleichen versucht uns, seit wir ihnen begegnet sind, umzubringen. Bist du auch hier, um uns zu töten? Nein. Schaut nur Richtung Ikayo, nickt. Sie ist anders. Was allerdings die Frage aufwirft, warum verfolgst du uns? Denn du bist doch der Schwan, oder? Ich verfolge euch nicht. Und nein, ich möchte niemandem etwas tun. Gut, was machst du dann hier? Und warum bist du allein? Ja, bei dem Wort allein zuckt die Gestalt. Also Lothi hat ja immer noch so im Griff quasi. Ja. Ist ja immer noch auf Tuchfühlung. Merkst du, dass so ein Zucken durch die Gestalt geht? Weil ich sie verraten habe. Die Chakraga? Ja. Was hast du getan, um sie zu verraten? Ich habe sie verlassen und suche nach den wahren Göttern. Den Zwölfen? Den Himmelswolfen? Also, je nachdem, wen du fragst, wirst du einen anderen Gott genannt bekommen. Nein, diese Begriffe sagen mir nicht viel. Ich habe sie aber schon in letzter Zeit oft gehört und gelesen. Habe die Menschen hier beobachtet. Sie kennen die wahren Götter auch nicht. Ich war so voller Hoffnung, als ich mein Volk verließ. Aber anscheinend hat euer Volk sie auch vergessen. Offensichtlich.
Entschuldigung, Eisblüte, du glaubst aber nicht, dass die Welt eine Scheibe ist, oder? Was hat das damit zu tun? Es gibt eine Kultur unter den Menschen, die behauptet, dass es über unseren Göttern noch weitere Götter gibt. Mächtigere Götter, größere Götter. Und einer von diesen Göttern schmeißt die Welt als Diskus zum An. Interessant. Aber das höre ich das erste Mal. Lernt man das in Lovang? Kulturkunde. Lovanger waren schon auf Maraskan. Was auch immer. Ja. Warum ein Schwan? Es ist mein Seelentier, in das ich mich verwandeln kann. Zufälle gibt's. Sag doch so leise. Gut. Hast du Hunger? Nein, danke. Ja, gut. Hier oben ist es nämlich ein bisschen ungemütlich und kalt. Zumindest für unseren lieben Goswin hier. Ja, gut. Warum was seid hast du gerade eben? Ihr hier? Deut auf Lothier. Kratze ich ein bisschen am Kopf. War wohl besessen. Ich merkte die Präsenz. Und dank meinen Freunden bin ich es nicht mehr. Das nennt man sich gegenseitig helfen. Das ist, was der Norden tut. Meistens. Der Aswar Djalit hatte von dir Besitz ergriffen. Damit kenne ich mich nicht aus. Nach ihm suchen meine Brüder und Schwestern. Und nach dir nicht? Vermutlich suchen sie auch nach mir. Niemand verlässt unser Volk. Dann stehst du jetzt unter unserem Schutz. Kaiju sieht, das ist dieser Lothier hat entschieden, ohne ein zweites Mal nachzudenken, Gesichtsausdruck. Veto, darüber werden wir noch debattieren. Kaiju, jetzt mal ganz ehrlich, wird das unsere Chancen auf eine diplomatische Lösung mit den Chakraga hinzuwirken schmälern? Eine diplomatische Lösung? Über die diplomatische Lösung sind wir bei... Was ist Diplomatie? Über die Chance zu reden sind wir weit hinaus. Ich habe das Gefühl, du hast mich nicht verstanden. Meine Brüder und Schwestern werden nicht reden. Genau! Das haben wir das auch schon. Das haben die ein oder andere Mal bewiesen. Ah, ich will gar nicht wissen, was die als Racheaktion dafür auspacken, dass wir diesen scheiß Dämon über diesen Energiewall geschickt haben. Oder was auch immer. Also mit anderen Worten ist der Dämon vermutlich weg. Nach dem, was ich über ihn weiß,
Ist denn nicht wirklich weg, wahrscheinlich. Dafür ist er zu stark. Für mich reicht fürs Erste, dass er unerreichbar ist, hoffentlich. Was ist das für ein Kristall? Die Karte deutet mal so auf den dunklen Kristall. Das ist ein Artefakt, welches sich in einer Ruine der Alten fand. Auf der Suche nach den Göttern. Und was macht dieses Artefakt? Bisher hat es nicht viel gemacht. Bis eben. Blickt dir so erkennend ins Gesicht. Das kommt mir bekannt vor. Die Kai kratzt sich so am Hinterkopf und dreht sich dann zu ihrem Ehemann um. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Irgendwas Komisches macht dieses Ding mit mir. Drück mal so den Finger runter. Es liegt Magie in ihm. Aber dass es das konnte, was es eben getan hat, das ist neu. Hast du es mal untersucht? Ja. Und? Wie ich schon sagte, es liegt Magie in ihm. Alte Magie, die ich nicht wirklich bis zu allem verstehe. Wer sind die Alten? Die Vorfahren. Deine Vorfahren. Na, und meine wahrscheinlich auch. Blickt so auf deine Ohren. Ja. Meine Vorfahren indirekt. Ich fürchte, ich gehöre eher zu denen, die die Alten ausgelöscht haben. Glaubten die Alten an die wahren Götter? Das ist das, was ich denke, ja. Ich habe alten Schriften von ihnen gelesen. Verbotenen Schriften. Von wem verboten? Von meinem Volk verboten. Unwahrheiten. Gefährliches Wissen. Zerstörerisches Gut. Wissen. Altes, böses Wissen. Haben diese alten Götter Namen? Es ist schwer, sie zu übersetzen. Ich habe das Gefühl, euer Volk hat einige davon falsch verstanden. So fand ich in einem Dorf einen Schrein, von dem ich dachte, er wäre einem der alten Götter geweiht, aber er war anders. Inwiefern? Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Der alte Gott Zerzal ist anders als das, was ihr Firu nennt. Und doch irgendwie gleich. Woran und glaubt denn dein Volk? Mein Volk glaubte jahrelang an die eine Göttin. Eine. Ja, aber sie hat Göttin. Uns verlassen. Und die Priester fanden den Herr der Göttin. Und nun betet mein Volk ihn an. Also die Göttin hat einen Herrn? Ja, das wussten wir nur lange nicht. Sie hat es vor uns geheim gehalten. Ist das einer der alten Götter? Nein. Hoffe nicht.
befiehlt dieser Gott, den Chakragar, Menschen umzubringen? Ihr versteht mein Volk, glaube ich, nicht und sie euch auch nicht. Ich glaube nicht, dass ein Menschenleben irgendetwas bedeutet. Ein Menschenleben zu nehmen ist nicht relevant für sie. Mhm. Ja, so handeln sie. Gehen sie mit ihrem eigenen Leben auch so um? Nein. Viele eurer Art arbeiten bei uns als Sklaven. Ich wünschte, es könnte sagen, es würde mich überraschen. Ne? Für mehr. Man hört ja immer wieder davon, dass Leute im Norden verschwinden. Hm? Solange die Göttin herrschte, sind wir nicht nach draußen gegangen. Aber wie ich schon sagte, die Göttin ist weg. Nach draußen? Mein Volk lebt unter dem Meer. Warum seid ihr denn nach draußen gekommen? Was ist das Ziel deines Volkes? Mein Vater ist Anführer unserer Sippe und hat sich in den Kopf gesetzt, die Welt zu erkunden, nachdem er erfahren hat, dass die Göttin ihn verraten hat. Interessanter Erkundungsgang. Als wir die Küste erreichten, sahen wir, dass niemand hier den Gott verehrt, den wir kennen. Und das machte uns sauer, wütend, verzweifelt. Weil er so gut zu euch ist? Und in seinem Namen nahmen wir die Stadt und zeigten euren Götzen, dass sie Götzen sind. Mhm. Das also war die nicht. Macht des Meeres macht die Macht des Gottes aus. Ja? So denkt mein Vater. Ja, das klingt in meinen Ohren verdammt menschlich. Mhm. Aber in vielen tickt doch auch nicht so. Wir sind da auch nicht. Das ist richtig. Und ich bezweifle, dass Firun das auch unterschreiben wird. Aber so viel wie Schlachten ausgetragen worden sind, zeichnet sich schon ein gewisses Bild ab. Mein Volk versteht es nicht. Es ist der einzige Weg. Sie wissen nichts anderes. Als ich die alten Götter fand, versuchte ich, meinen Vater zu überzeugen, und er sagte, er verstände
diese alten Dinge nicht. Sie wären Vergangenheit, überwunden und schwach. Und als wir das erste Dorf nahmen und eure Art befragten und sie uns erzählten von euren Gottheiten, wurde er nur noch wütender und sprach: Wie konnten diese weichen Geschöpfe den wahren Gott verdrängen? Die weichen Geschöpfe den wahren Gott verdrängen. Vielleicht hat, so sprach mein Vater, haben diese weichen, alten Denkweisen euer Volk schwach gemacht. Und Schwäche ist bei uns nicht erlaubt. Insofern glaubt er euch zu helfen. Uns zu helfen, ja. Indem er uns abschlachtet. Wer abgeschlachtet wird, hat es nicht verdient zu leben. Scheint ja ein sympathischer Kerl zu sein. Glaubst du das auch? Ich glaube an die alten Götter. Ich glaube, dass das, woran mein Volk denkt, nicht der einzige Weg ist. Es gibt mehr. Du hast gerade einen Gott schon benannt. Gibt es da noch mehr, wenn du Götter sagst? Zum Beispiel gibt es... Ich sagte ja, man kann es schwer übersetzen. Nurti. Mhm. Orima. Pyrdakor. Sagt mir irgendeiner der Namen was? Sag du es mir. Wie gut kennt Goswin elfische Geschichte und... Also so alte auf gar keinen Fall. Die elfischen Dozenten würden sowas eher totschweigen. Ja. Die glauben ja der Filiasson-Kampagne auch nicht, hatten wir ja schon. Mhm. Also wenn überhaupt über die Aufzeichnungen von Umvolker. Ja, da wird es wahrscheinlich mal vorgekommen sein. Zumindest Orima wirst du da auf jeden Fall mal gehört haben, Pyrdakor auch. Nurti und Zerzal höchstwahrscheinlich wird dir bekannt vorkommen, weniger als Gottheit, aber eher so als Prinzip, als philosophisches, elfisches Denken. Mhm. Deine Dozenten haben es eher immer mit Prinzip des Lebens und Prinzip des Sterbens übersetzt, damit ihr es versteht. Aber ich kenne mich ein bisschen mit dem Grund aus, warum Elfen Götter leugnen, ja, beziehungsweise warum Elfen sagen, es gibt, also einfach warum Elfen sagen, es gibt keine Götter. Ja, dein Dozent, also wenn du dich damit, oder du wirst dich damit befasst haben, ja, irgendwie die alten Elfen haben halt Götter verehrt und das hat zu ihrem Fall geführt. Deswegen sagen die jetzigen Elfen, Götter anzubeten führt zum Badok, zur letztendlich völligen Vernichtung und Auslöschung.
Eisblüte. Die Elfen, die von den Alten abstammen. Meine Vorfahren. Glauben sind der festen Überzeugung, dass ihr Glaube an die alten Götter sie fast ausgerottet hat. Dass dieser Glaube sie schwach gemacht hat. Also denken deine Vorfahren genau wie mein Vater? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube eher anders, weil sie sind nicht... Sie sind nicht so mordlustig. Sie töten nicht andere. Sie sagen, dass der Glaube an Götter an sich falsch ist. Weil man sich abhängig macht. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Wenn es dir hilft, ich glaube, dass der Glaube an Götter richtig ist. Das glaube ich auch. Schließlich habe ich die Gottheit, die mich schuf, gesehen. Und jahrzehntelang in ihrem Schatten gelebt. Diese Göttin hat dich geschaffen. Ja? Da bist du dir sicher. Wie heißt diese Göttin? Ihr habt doch bestimmt einen Namen dafür, oder? Sie heißt Padona. Auf Isdira gibt es ein Wort, das so ähnlich klingt, oder? Ja. Es ist das Wort für das pure Böse, oder? Ja. Autsch. Also, das wird man meinem Gesicht ansehen. Mir fällt alles aus dem Gesicht, als er das sagt. Ja. Das verwundert. Also, es gibt keinen komischen Gesichtsausdruck von ihr, weil irgendwie sie ähnlich, also als sie den Namen ausspricht, ähnlich spricht. So ähnlich das Gesicht verzieht. Meine Ahnen benutzen diesen Namen für das pure Böse. Für das, dem man nicht begegnen möchte. Für das, was unser aller Tod bedeuten könnte. Nun, die Göttin ist nicht mehr da, wenn es dich beruhigt. Du kannst dir nicht mehr begegnen. Ja, aber sie hatte einen Herrn. Ja. Und tut mir leid, der Meister ist normalerweise schlimmer als die Schüler. Nun ja, könnt euch sicher denken, wie verwundert wir waren, als wir herausfanden, dass sie keine Göttin ist. Die uns geschaffen hat. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine wichtige Frage, weil offensichtlich ist dein Freund nicht gewillt, in irgendeiner Art und Weise zu reden oder mit uns zu kommunizieren, sondern der festen Ansicht, dass wir ausgelöscht gehören, weil wir nicht an ihren einen komischen Gott der Zerstörung glauben. Also, was hat dein Volk jetzt vor? Weil ich möchte nicht sterben. Und mein Volk will nicht sterben. Und der Norden will nicht sterben.
Und das letzte. Wir würden das gerne verhindern. Bevor ich mein Volk verließ, war das letzte, was sie planten, den Aswa Jalit zu beschwören. Und danach nichts mehr. Sie haben vor, den eure Städte zu nehmen. Für sich. Sie wollen den Namen unseres Gottes groß machen. Wie ist denn der Name? Es ist schwierig. Man könnte es übersetzen in eurem Sinne mit einem Nichtnamen. Namen? Der Namenlose. Vielleicht, genau. Vielleicht namenlos. Ja. Ein Gott, der keinen Namen in einer Sprache hat oder in allen Sprachen. Okay, gute Nachricht, nicht mal seine Anhänger kennen seinen Namen. Schlechte Nachricht, das ist ein heiliger Kreuzzug. Schlechte Nachricht, ich glaube nicht, dass dieser Gott es gut mit ihrem Volk meint. Nun, das denke ich auch. Deswegen bin ich gegangen. Auf der Suche nach denen, deren eigentlicher Ursprung ich bin. Perdona oder das Böse, wie Goswin sagt, hat mich geschaffen. Aber. Schüttel. Aber das, wo wir herkommen und wo wir leben, und das kam von den alten Göttern vor Pyrdona. Diese Schriften fand ich. Und ich hoffe, diese Alten führen mein Volk wieder zu dem wahren Weg ohne Tod. Aber dafür muss ich sie erst finden. Und da ihr sie auch nicht kennt, ich glaube, selbst wenn du sie findest, wird es für viele einfach zu spät sein. Vielleicht. Ich glaube, selbst wenn du sie findest. Vielleicht kennen die Elfen des Nordens noch etwas. Aber ich glaube nicht, dass sie mit dir reden würden. Viele Sklaven habe ich befragt. Sie kannten alle nicht die Alten. Naja, mit dem Verschwinden der Elfen ging wohl auch fast ihr gesamtes Wissen verloren. Aber wir befinden uns hier an einem Ort der Alten. Ich hoffte, hier mehr zu finden. Tja, in gewisser Weise hast du das, ne? Ja, vielleicht. Mehr Hoffnungslosigkeit. Nun ja, hier ist der Ort, um den Dämon loszuwerden. Wir sind extra dafür hierher gekommen, weil dies der Ort ist, an dem wir Lothir von ihm befreien konnten. Ich zeige auf das Tor. Dort musste er hindurchgehen. Dieser Ort
war ein Schutzwall. Ja. Aber er ist gebrochen. Zerstört worden. Nun ganz offensichtlich, aber nicht gänzlich. Ja. Dann stellt sich doch die Frage, wo ist der Dämon in diesem Augenblick? Hat nicht in den Aufzeichnungen des Magiers irgendwie, dass man ihn durch den Fall der Elemente zu irgendwas schickt, was im Meer versenkt wurde? Ich guck zu Goswin. Zieht so zwei beide Augenbrauen hoch. Ja. Tierlord Khan. Irgendwie ist da noch ein kleines Stück drin und deswegen kann man ihn da hinschicken und dann, ja. Ist der da drin versiegelt und somit erstmal unerreichbar? Irgendwie sowas. Bitte lass ihn unerreichbar sein. Nein, ist er nicht. Das letzte Mal, wo er beschworen wurde, war Tierlord Khan. Der versunkene Wald. Und lass mich raten, dein Volk wird es dort wieder versuchen. Wird es versuchen, ja. Und lass mich auch raten, wir haben ihn wahrscheinlich, indem wir ihn durch das Tor geschickt haben, genau in den Wald geschickt. Ich weiß nicht. Ich treffe hier nur glänzende Hoffnungsschimmer. Mein Volk hat die Geschichte, dass der versunkene Wald vor tausenden Jahren auf einer Insel war, umgeben von allen Elementen, von dort als Fokuspunkt für Magie diente. Eis, Wasser, Feuer und die anderen Elemente. Die alten Elfen errichteten diese Insel und diesen Punkt als Fokus. Doch als die alten Elfen fielen, griff man auch diesen Punkt an, diese Verteidigungsfestung gegen das angreifende Heer. Die Göttin schickte die Ersten unserer Art, den Zerschmetterer des Lichts und eine Invasionsflotte aus Galeeren. Und der Zerschmetterer des Lichts hatte ein Zepter, mit dem er den Aswajalit beschworen hat. Darauf waren die alten Elfen nicht vorbereitet. Die Macht des Dämons verkehrte die elementaren Kräfte der Insel in sein Gegenteil. Die alten Elfen sahen nur einen Ausweg, so las ich es in den alten Schriften. Sie verfluchten die Elemente. Sie wandelten die Insel in Stein, als Bollwerk, weil der Stein das Einzige war, was der Dämon nicht verderben konnte. Doch der Dämon war zu stark und so entstand eine Art schwarzer Stein, dessen Gewicht vielfach größer ist als normales Stein und so versank die gesamte Insel unter seinem eigenen Gewicht im Meer. Und mit ihm die Invasoren und die Verteidiger. Und heute sucht mein Vater nach dem Zerschmetterer des Lichts und seinem Zepter. Um es gegen eure Art zu rächen.
ganzen Aussichten. Verdammt! Kaio hat so einen minimalen Wutausbruch, halt Verzweiflung, halt Wut, während sie jetzt anfängt, in diesem Raum auf und ab zu gehen. Es ist nicht zufällig überliefert worden, wo genau es versunken ist. Ich weiß, wo der versunkene Wald liegt. Man kann ihn sehen an warmen Tagen. Dein Vater weiß das auch? Ja. Aber es war uns verboten, an die Oberfläche zu gehen. Die Göttin hat es verboten. Aber als die Göttin weg war und mein Vater sich entschied, an die Oberfläche zu gehen, brach er auch damit und fand den Wald. Und hat er das Zepter? Ich weiß nicht. Konnte er den Wald betreten? Ich weiß nicht, ich habe meine Sippe verlassen. Als ich wegging, hatte er es nicht. Wie lange ist das her? Einige Wochen? Einige Tage? Ich weiß nicht mehr wirklich. Es ist schwer, in eurer Art Zeit zu denken. Der große Feuerball, der wehtut, stand ein paar Mal am Horizont. Wo ist dieser Wald? Im Meer. Wo? Ich kann euch das zeigen. Lucia atmet sehr tief durch. Das ist zu groß für uns. Das wird nichts bringen. Ja. Was sollen wir denn da tun? Entweder er ist schon da unten gewesen oder er hat es noch nicht gemacht. Wie wollen wir ihn daran hindern? Ich habe abgesehen davon, dass es sich um ein dämonisches Zepter handelt und tut mir leid, eine Besessenheit reicht mir. Es ist derselbe Dämon. Ja, ich verzichte dankend. Aber was sollen wir dann tun? Ich habe das Gefühl, das wird immer größer und wir können nichts machen. Nichts. Außer zusehen, wie diese Mörder einfach immer weiter Richtung Süden wandern. Mein Vater fühlt sich sicher dort. Ich bin sicher, er hat seinen Posten dort bezogen, wenn sie die Insel eingenommen haben. Ja. Wenn ihr die Invasion aufhalten wollt, solltet ihr vielleicht, und es tut mir weh, das zu sagen, meinen Vater töten? Wir sind nicht wie du. Nein, seid ihr nicht. Eisblüte war der Name, richtig? Ja. Wir sind nicht wie du. Wir sind nicht wie ihr. Wir sind nicht so stark oder geeint oder besessen von einer Idee, einem Ideal. Wollt ihr nicht leben? Wir wollen leben. Leben ist klasse. Ich habe mich ziemlich dran gewöhnt. Wenn wir eins hier im Norden gelernt haben, ist es das Überleben, aber kann euch ich auch weiß nicht, ich war damals so klein, Lothar, wie ging das mit der Eishexe? Wie habt ihr euch zusammengerafft? Naja, wie tötet man so jemanden? Naja, die Eishexe kam nicht mit einer
riesigen Armee. Und wir haben auch nicht noch viel mehr gemacht, als zu versuchen, ihre Vorräte abzuschneiden. Noch hat mein Vater auch keine Armee unter sich versammelt. Mit wie viel müssen wir denn rechnen? Die Rotte wird 3 Eissegler umfassen, vielleicht 5. Und wie viel passen auf einen Eissegler? Schwer zu sagen. Vielleicht insgesamt mit allem 10 Krieger, 3 Zauberer, ein paar Anführer, ein paar Wesenheiten. Wenn sie Erfolg haben, werden sie andere holen. Und dann habt ihr eine Armee gegen euch. Naja, wir sind jetzt schon ein bisschen wenig. Und wir sind keine Krieger. Naja, außer... Wir sind keine Krieger. Also Leute, Leute, mal so dezent auf Ilva. Aber... Ja, aber du brauchst jetzt auch nicht auf mich zeigen. Das mache ich alleine auch nicht. Ohne Mist. Wir müssen alle unsere Verbündeten sammeln. Wir haben keine andere Wahl. Entweder das, entweder gehen wir in den Norden oder wir gehen direkt in den Süden. Die Himmelslichter. Mhm. Ja, ein bisschen Hilfe wäre auch nicht schlecht. Ey, guck mal so nach oben. Den Beistand der Götter brauchen wir so oder so. Ja. Ich habe noch keine Götter hier gesehen. Götter sieht man auch nicht so leicht. Das ist eine eigenartige, ungewohnte Sichtweise. Stimmt, ihr habt ja immer mit eurer Schöpferin zusammengelebt. pass auf, die war keine richtige Göttin. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Ich glaube, du hast es selber schon gewusst. Ich weiß. Gut. Diesen anderen Gott, diesen Chef, ja, habt ihr den jemals gesehen? Nun, er spricht zu uns. Ja, unsere Götter sprechen auch zu uns, allerdings immer in einer sehr anderen Form. Es gibt viele, die die Stimmen der Götter hören. Lothir zum Beispiel ist einer von denen. Es sind bei uns besondere Personen, Priester, Geweihte. Wir sind auserwählt von den Göttern. Dann sag deinem Gott, er möchte sich gegen meinen Vater wenden. In gewisser Weise habe ich das versucht. Oder frag deinen Gott, ob er die alten Götter kennt. Und sag ihm, er soll sie rufen. Ich glaube, wir haben noch viel, über das wir reden können. Und ich würde das auch wirklich sehr gerne mit dir tun. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Und ich glaube auch, dass ich dich an Orte führen kann, die ich dann selber auch kennenlerne, wo wir beide viel lernen können. Das Problem ist aber... Unmittelbar haben wir dafür keine Zeit. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir alle überleben. Richtig. Wäre das für dich ein Handel? Ich weiß, dass das hart wird, aber würdest du uns helfen? Habe ich das nicht schon? Indem ich mit euch rede? Ich habe beobachtet, dass ihr die einzigen wart, die sich gegen meine Art gestellt haben. Einige von euch habe ich gesehen, als wir das erste Dorf nahmen. Gut, ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel von dir verlangt, dich tatsächlich gegen deine eigene Art zu stellen. Ich habe mich schon gegen meine Art gestellt. Ich meinte jetzt tatsächlich im kämpferischen Sinn. Das macht keinen Unterschied.
Also wärst du bereit, mit uns zu kämpfen? Ich muss die Verwirrungen meines Vaters stoppen. Ohne eure Art weiß ich nicht, wie ich es schaffen sollte, meine Art von den alten Göttern zu überzeugen. Welche Funktion, welche Rolle hattest du bei deinem Volk früher? Ich war die Archivarin des großen Tempels von Rylark. So bekam ich auch Zugang zu den Texten, die verboten sind. Mein Vater ist Kydan, spricht mit Götterstimme. Er ist der Priester, der oberste Priester des Tempels. Und in meinem Volk gibt es einen Aufstand. Deswegen ist ein Aufstand. Wir sind nicht eins. Nicht alle von uns glauben daran, dass es gut ist, an die Oberfläche zu gehen und die Gebote, die die Göttin uns gab, einfach so über den Haufen zu werfen. Und mein Vater möchte ihnen beweisen, dass wenn wir nach draußen gehen und Stärke haben und den Namen unseres Gottes groß machen, wie falsch die Göttin lag und dass sie uns alle verraten und verkauft hat. Vergessen, allein gelassen. Wenn ihr sie aufhaltet, rettet ihr alle anderen meines Volkes mit. Das ist doch bestimmt in Ifians Sinne. Lute zuckt so mit den Schultern. Naja, mir ist nicht mehr kalt. Nein. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Plan. Sammeln unsere Verbündeten und ziehen dorthin. Ja. Aber wir können das nicht so rondrianisch, wir eröffnen die Feldschlacht, machen. Sondern auf den Spuren des Fuchses vielleicht eher. Vor allem können wir uns nicht riskieren, sie in ihrer geballten Kampfkraft anzugreifen. Ich meine, wir reden hier von 3 bis 5 Eisjägern mit 3 bis 5 Magiern und 30 bis 50 Kriegern. Nein, da, vergiss es. Niemals. Wir müssen sie zerstreuen, wir müssen sie an verschiedene Orte locken, um zumindest die Kampfkraft vor Ort zu schwächen. Es müsste doch möglich sein, sich in das Lager zu schleichen und dort etwas zu tun, für Ablenkung sorgen. Das Zepter wegnehmen. Und es dann stehlen. Guck mich nicht so an. Wir könnten es zerstören. Ja, ich bin klein, ja, ich bin unauffällig, aber nein! Zerstören, ist das möglich? Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gesehen oder begutachtet. Erstmal wegnehmen. Ja. Ja. Vielleicht löst Bandstaub das Problem. Hast du welchen? Wenn ich zum Thema Himmelslicht... Wir bringen es nach Glinthagen. Nochmal! Dieser Typ sitzt in einer Festung, die wir nicht kennen, bewacht von 3 bis 5 Eisseglern, also von 30 bis 50 Festung. Er sitzt im versunkenen Wald. Hast du dir mal angeguckt, wie das Meer aussieht? Das ist zugefroren, da brauchst du keine Festung drauf. Ja, aber er sitzt in einer Festung, die unter Wasser ist, in einem zugefrorenen in einem Wald, der unter einem zugefrorenen Meer liegt. Wie zur Hölle willst du da rein?
Magie. Und selbst wenn, könnten wir nur einen einzigen da reinschicken. Einen. Ich denke nicht, dass sein Zugang ein Problem darstellen soll. Wieso das nicht? Ich kann nicht unter Wasser atmen. Und ich sehe auch nicht aus wie eine Chakaga. Kann dich da reinbringen? Kann euch da reinbringen? Könntest du sagen, wie? Einfach zur Beruhigung unserer Nerven? Ich müsste es mir angucken, aber... Nun, weit unter dem Meer liegt es nicht, denke ich. Vielleicht 15 Schritt. Das müsste möglich sein, das Wasser lang genug zu verdrängen. Fängt an zu husten. Schwimmen in Eiswasser. Ganz tolle Idee. Da kann ich vielleicht was machen. Wenn die Göttin mir ihre volle Gnade gewährt. Trotzdem. Langsam. Wir sollten das zweigleisig fahren. Weil wenn dieses Zepter weg ist, werden seine Kräfte umso schneller mobilisiert. Das bedeutet, der Racheschlag kommt augenblicklich. Und dann müssen wir vorbereitet sein. Dann müssen alle vorbereitet sein. Dann müssen wir alle versammelt sein. Dann müssen wir einen Plan haben. Weil wenn wir dieses Zepter haben, haben wir eine so große Zielscheibe auf dem Rücken, dass selbst Lothir blind kein Problem hätte, uns zu treffen. Bei der Braue. Das muss geplant werden. Und das Problem ist, wir haben nicht viel Zeit und es ist weit bis nach Glündhafen und es ist weit bis zu diesem Kloster der ewigen Einsamkeit und ich weiß nicht, wo... Falls ihr da überhaupt noch mal hinfindet. Wo die Yetis überhaupt sind und also wie sollen wir die alle erreichen? Und von wie sollen wir mitteilen? Vielleicht kennst du das einfach darüber. An sie denken. Die Gefühle. Oh. Jo. Magie. Oh. Es wundert mich, dass du auch ein solches Artefakt besitzt. Ja, also besitzen würde ich das nicht nennen. Es ist eher eine Leihgabe. Es redet irgendwie mit meinem. Ihr zwei seid nicht die Einzigen, die eins haben. Es gibt noch mehr. Genau. Es gibt noch mehr. Ich weiß, einer der Anführer der Chakraga meines Volkes hat auch eins. Spannend. In welcher Farbe? Es sieht bräunlich aus. Hatten die Himmelslichter, die wir bisher gesehen haben, unterschiedliche Farben oder waren die alle eher weißlich, hell, bläulich? Also das... deins ist weiß. So Diamantenfarben. Ne? Mhm. Dann das, was... was die Chakraga jetzt trägt, was Eisblüte trägt, das ist halt violett. Das, was Mrom getragen hat, ist so kristallblau. Hellblau, kristallblau. Das, was Wiegald von Balio getragen hat, ist so grau-weiß. Also, das war eher auch weiß. Aber es ist halt anders geformt gewesen, also nicht so Diamantform, sondern eher so Bernsteinkugelform. Und das, was Fanta trug, ist türkisblau. Und das, was Quenya Goldwiege vom Berg trug, ist bernsteinfarben gewesen. Und hat besonders das Sonnenlicht
gespiegelt und reflektiert. Das ist euch aufgefallen. Gut. Dann werde ich jetzt mal meinen Pessimismus wieder auspacken. Denn ich vermute, dass sobald ich irgendwie versuche, die anderen Träger zu kontaktieren, wird der auf ihrer Seite mitbekommen, dass ich da was schicke. Sollte es klappen, da ich nicht weiß, wie es funktioniert, gehe ich nicht davon aus, dass es klappt, aber... Macht mal eine Götter- und Kulte-Probe, Ikai. Eine Götter- und Kulte-Probe, okay. Mal gucken, was habe ich denn da überhaupt? Nur Ikaio oder alle? Lass mal erstmal nur Ikaio machen, gucken wir mal. Gut. Das sieht nicht so gut aus. Ich schipp die 19 und die 20. Mhm. Die 19 und die 18 meine ich. Mhm. Ja, okay. Nein. Ja. Obwohl, nein. Nein. Gut, dann hast du da keine großartigen Konstellationen. Wie sieht das mit Lot hier aus? Wenn er nochmal drüber nachdenkt, über die Lichter, was euch bis jetzt so passiert ist. Wenn der Lot hier nochmal drüber nachdenkt. Schicksalspunkte waren wieder da, ne? Oder? Ja, ja, jedes Mal am Anfang wieder da. Oho, 2, 3, 8. Ich guck mal gerade, das müssten nach Adam Riese. Das sind da drei Qualitätsstufen. Also, du kennst die Himmelswölfe. Du kennst Guanan, den Rudelführer. Der war ja auch Teil der Wildenjagd. Du kennst Gorfangs. Du kennst, Moment, nicht, stopp, du kennst Liska. Dann kennst du Griki, die Gemahlin von Gorfang. Dann kennst du Frienji, die Wintermutter. Dann kennst du die beiden, die eins sind, Riasa und Rauiko, die ewig Liebenden. Dann kennst du Rokjok, der Schlaue. Dann kennst du Runjaik, die Sonnenscheibe. Und schließlich Rayanan, der die Menschen geschaffen hat. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie die Lichter aussehen, dann erinnerst du dich, dass diese Wölfe auch jeweils die entsprechende Farbe als mystisches oder als kultisches Element in der Verehrung auch, dass das vorkommt. Also Permutfarben für Gonaun, weiß wie der Diamant für Liska, Violett für Griki, Kristallblau wie Wasser, wie Frenji und so weiter. So, Lotte steht da, streicht sich über den Bart, guckt dann zu Ikaio, guckt auf das Himmelslicht, auf Ikaio. Liska! Sehr aufmerksam an. Nicht du!
tappt der mit so einer Foto so ans Bein. So. Ja, du bist heilig, aber ich meine. Du bist heilig, aber ich meinte dich gerade nicht. Ikayo. Die Lichter. Ja. Ja. Die Himmelswölfe. Was? Der Legende nach. Hat mir Jutanyuk gesagt damals. Ähnlich wie viele Farben oder Edelsteine den 12 Göttern zugeordnet sind, ist es das auch bei den Himmelswölfen. Diamant. Ja. Diamant weiß. Diamantenes Licht steht für Liska. Ja, die haben übrigens dann noch andere Namen teilweise, die Himmelswölfe in Goswin wird die als Mittelländer oder so eher sozialisiert, eher als Gorfang, Liska, Grimspelz, Fingrim, Rangrild, Rotschweif, Rannik und Reißgram kennen. Wenn denn überhaupt. Wenn denn überhaupt. Ja doch, die Himmelswölfe werden als Magier wahrscheinlich, würden die bekannt sein. Ich habe außerdem ein bisschen Ahnung von Glaubenskultur. Egal, in welcher Sprache man sie jetzt nennt, ob jetzt in Gareti oder in Nuyuka, aber es scheint so, als wären die Himmelslichter den Himmelswölfen zugeordnet. Jeweils eine Farbe oder ein Himmelslicht steht für einen Wolf, vielleicht für einen Aspekt des Wolfes. So was Ähnliches hatte Fanta auch erzählt. Ja, genau. Er hat gesagt, dass die Lichter den Wölfen zugeordnet sind. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht weiter drüber nachgedacht. Tja, und du trägst Liskas Licht. Tätschelt nochmal so den Hund. Der freut sich sehr. Schlägt dir sogar die Hand so. Ich traue mich mal wieder jemand. Das ist total vernachlässigt hier. Das hieß aber auch, dass euch noch zwei Lichter fehlen. Eins ist ja außer Reichweite aktuell. Also das, was bei Chakragar noch ist. Kann es sein, dass Gorfangs Farbe schwarz ist? Gorfangs Farbe ist Permut. Das wäre zu einfach gewesen. Naja, dadurch, dass er Herrschaft und Rache verkörpert, hätte Schwarz ganz gut gepasst, meiner Meinung nach. Ja. Ja, wobei sich die Bedeutungen teilweise bei den Nivesen und den Mittelländern unterscheiden. Das ist nicht ganz eindeutig. Also zwei inklusive desjenigen, was der andere Chakragar hat, ja? Ja, es fehlen jetzt noch zwei. Das wird aber bedeuten... Liska hat Ikayu. Mhm. Das Licht von Grinspelz hat Eisblüte. Das von Fingrim hat Mrom. Das von Rangild hat Wiegbald von Baliho. Das von Rotschweif hat Fanta. Und das von Rangnick hat Goldwiege vom Berg. Welche fehlen noch? Es fehlt noch das von Reißgram. Das, was Eisblüte gerade sagte, dass das jemand, also dass es der Chakragar hat. Und eins, das von Gorfang. Also das. Gorfang? Ja. Das Anführerlicht quasi, das fehlt. Ah, das Licht des stärksten Kriegers auch, ne? Ja. Fallen euch noch andere starke Krieger im Norden ein als mir? Ich gucke so Ilva an. Vielleicht hat Ilva eins. Nicht, dass ich wüsste, nein. Gibt es einen Hochschaman der Fjarlinge? Wir sind hier gerade auf Fjarlinger-Gebiet, oder? Ja. Nicht wirklich, aber... Ja. Dort überall ein Ritualplatz. Ja. Also Jagdglück und Herrschaft. Rache. Oder Zerstörung, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Gorfang führt die wilde Jagd an, also... Ja, weiß Zerstörung, ich. Zerstörung, Herrschaft, Rache. Ja, weiß ich. Kratzt sich so am Bart. Ich habe das Gefühl, wir werden doch noch ein paar Fjarlingern begegnen. Ich frage mich gerade,
wenn das mit den Himmelslichtern und den Himmelswölfen zusammenhängt und ich da ja was losgetreten habe, ob da nicht vielleicht doch einfach im noch ganz anderen Zusammenhang ist, dass vielleicht die Jagd gerade einfach aufgrund dieser ganzen Sache viel näher ist, als sie sonst wäre. Möglich. Das wäre auf jeden Fall mal eine tolle Ablenkung. Für wen? Naja, es hat noch niemand die wilde Jagd gesehen und konnte davon berichten, wie sie eigentlich aussieht. Und die Nivesen malen ja auch nicht gerade die Himmelswölfe, naja, direkt an die Wände. Das sind Wölfe. Wölfen sollte man in erster Linie Respekt zollen. Das sind vielleicht unsere Schutztiere, aber sie sind Raubtiere. Ja. Und Raubtiere sind keine Kuscheltiere. Sie sind wie ein Gewitter. Man sollte es respektieren. Außer du. Man muss keine Angst davor haben, aber Wölfe sind keine Schoßhündchen. Und so, genauso wenig sind es die Himmelswölfe. Liska ist die freundlichste von ihnen. Wenn man jetzt alle betrachtet. Sie gilt ja nicht umsonst als Vermittlerin zwischen uns und den Himmelswölfen. Mhm. Als bindendes Glied. Was hat Gütanjuk damals noch gesagt? Das verlorene Volk von euch sind die einzigen, die sie noch besser kennen. Der Stamm, der nur aus Wolfskindern besteht. Ja, die können wir jetzt gerade schlecht fragen. Sagen wir es so, ich weiß, dass sie ein Teil meines Volkes sind und auch ein Teil meiner Kultur, aber ehrlich gesagt habe ich mich immer ein bisschen vor ihnen gegruselt. Sie verlieren sich im Wolfsein. Und ihr Sein. Ich frage mich, ob diese diese Himmelslichter sich die Träger selber auch suchen. Also ob es eine tiefere Verbindung gibt. Ein Wesensmerkmal vielleicht. So gut hatten wir den Firnelfen ja nicht kennengelernt. Um jetzt viel über seine Person sagen zu können. Nun ja, also ich weiß definitiv, dass seitdem Ikaio es trägt, das deutlich aktiver ist als zu dem Zeitpunkt, als ich es getan habe. Yep. Und ich mache ich gucke ziemlich deutlich in Ikaios Richtung. Und das, obwohl du behauptest, du wärst nicht die Richtige. Sie ist ein Kind, du bist auserwählt, leb damit. Nein! Sobald diese Sache vorbei ist, weiß ich noch nicht, was ich mit dem Ding mache, aber wahrscheinlich verbuddel ich es irgendwo. Nein! Es wird interessant genug zu sehen, was passiert, wenn alle Lichter zueinander kommen. Das ändert jetzt aber nichts an unserem Problem! Uns läuft die Zeit davon! Uns läuft ständig die Zeit davon! Das könnte eine Möglichkeit sein, sie aufzuhalten. Wenn mein Licht und dieses eine Licht schon dieses strahlende Helligkeit hervorrufen. Ja, aber da ein Licht bei euch ist. Ich weiß nicht, also mit der Stärke können wir auf keinen Fall richten. Bei wem? Schmerzweber. Das ist ja ein sympathischer Name. Ja. Der Name macht Mut. Er ist ein Rottenanführer. Ein Vertrauter meines Vaters. Ja, natürlich. Wir sollten jetzt Fjallinger suchen gehen.
Du glaubst also, dass das Himmelslicht bei den Fernhängern ist? Das heißt also nur, dass wir das vielleicht mal etwas zusammenfassen. Also wir suchen jetzt das Licht Gorfans, des Zerstörers, des größten Kriegers, der größten Bestie, Entschuldigung, die die Himmelswölfe haben, in der Hand eines Fjarningers. Der übrigens auch noch als grausam und unnachgiebig verschrien ist. Zufall? Das klingt nach einer großartigen Idee. Lasst uns losgehen. Aber wie gesagt, es gibt auch den Aspekt von der Erde. Also Gorfang ist ja die vollendete Form. Mhm. Wenn man die Ursprungsform dieses Goanan nimmt, ne, dann ist Gorfang nur der Anführer des Rudels. Ja, richtig. Ilva, der größte Krieger deines, von dem du jemals gehört hast und der noch leben soll. Fällt dir da jemand ein? Ich weiß nicht. Eigentlich haben sich einige als Krieger mal einen Namen gemacht, aber dass jetzt einer ganz herausragend. Eigentlich reden wir auch nicht so viel darüber. Hm. Weil, also ich meine, man muss halt irgendwie sich einbringen für den Stamm. Und da packt jeder mit an und mancher kann das vielleicht besser als der andere, aber da muss man jetzt auch nicht so ein Gewese drum machen. Hm. Ja, oder das Licht liegt doch irgendwo und wartet darauf, gefunden zu werden. Oder das. Wo findet man so ein Licht? Also ich meine, wir haben ja keins gefunden. Wir haben das jetzt irgendwie also überreicht bekommen. Sie also ein bisschen. Ja. Okay. Huh. Naja, wenn es heilig ist. Fanta hat es gefunden und wie bald hat es gefunden? Es haben irgendwie alle gefunden und der, ich weiß nicht mehr, wie der Elf hieß, von wem wir das haben, der hat das ja auch gefunden. Also ja. Das passt schon, aber haben wir uns von irgendwem von dem mal irgendwie erzählen lassen, wie sie auf wundersame Weise auf einmal das Himmelslicht? Ich weiß es nicht mehr. Gestolpert. Ja, irgendwie so, ne? Das heißt also, es zu suchen bringt nichts, weil es findet einfach. Es scheint wohl, also ich meine, wenn diese Dinger, der anscheinend können die ja Sachen, die normale Steinchen und Halsketten nicht können, anscheinend kann es sich wohl auch jemanden suchen, von dem es getragen werden will oder so. Also, es hat doch jetzt auch anders reagiert, das haben wir doch selber gesagt. Also scheinbar passt es besser zu Ikayu als zu Goswin. Das heißt, wir suchen einen Anführer für diese Unternehmung. Vielleicht jemand, der uns führt. Oder wie soll ich das verstehen? Naja, und dann, naja, jetzt, wo sich das so darstellt, sonst hätte ich auf den Rondrianer gesetzt, aber scheinbar. Er hat das Licht der ewig Liebenden und dem die Menschheit Beschützenden. Ja, also brauchen wir einen Anführer. Naja, ehrlich, also ich weiß, mein Urteilsvermögen war damals etwas getrübt, aber wie ein Anführer wirkte der nicht gerade. Gut, ich meine jetzt rein vom Gedankengang her würde man sagen, Anführer, Kriegszug, alles klar, das ist der Rondrianer. Aber vielleicht denken wir auch zu kompliziert. Wenn ihr eh alle Lichter zusammenbringen wollt, dann fangt doch dort an, wo ihr wisst, dass eins ist. Ja. Unser Bedenken war ja nur, dass wenn wir sie sammeln, dass unser
Schmerzweber dann gleich mal sich auf den Weg macht. Mit seiner Rotte. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob das möglich ist, das, naja, über Entfernung zu kommunizieren. Und ich wüsste auch nicht, wie. Also Ikari hat so dieses Himmelslicht in den Händen und betrachtet das sehr nachdenklich. Ich weiß nicht, spüre ich die Kommunikation zu ihrem Anhänger? Bringe ich da was mit? Wenn dich drauf konzentrierst, also du spürst nicht wirklich eine Verbindung zwischen den Anhängern, also kommt drauf an, was du machen willst. Also was willst du machen? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß, dass Liska für Milde steht. Weil sie so ziemlich die Einzige ist, die Gorfang beruhigen kann, wenn er mal wieder am Ranten ist, weil sie ist sein Lieblingskind. Ich weiß, dass Liska für Verständigung steht, weil sie halt eine Botin ist. Ja, und überleg mal, wann das Licht bis jetzt immer angesprungen ist, selbst als Goswin es noch getragen hat. Und dann überleg, was diesmal anders war. Und wofür das Licht steht, was Eisblüte trägt. Sie hatte das Lilane, ne? Ja, für Grinspelz. Das oder für, anders ausgedrückt für Grigriel, genau. Die Gemahlin Gorfangs, die Fruchtbarkeitsgöttin. Nee, das ist ja Liskas Mutter. Mhm. Das war dieses Mal anders. Ich stand dann vor der Front, das war anders. Vorher konntest du immer nur, wenn dann einen. Konntest Gedanken von Goswin hören, du konntest die Gedanken von Lothir hören, du konntest die Gedanken von Fanta hören. Jetzt war alles auf einmal. Das heißt, wir brauchen mindestens zwei. Dadurch wird der Umfang größer. Oder wir brauchen ausgerechnet diese zwei, um alle anderen zu rufen. Oder aufzuspüren. Mutter. Und Botin. Der Ruf einer Mutter an ihre Kinder. Ja, was, genau, was, oder an ihren was, Mann. Was macht die Mutter? Sie steht für Fruchtbarkeit, für Vermehrung. Sie vermehrt. Sie vermehrt. Sie verstärkt. Ja, genau. Das heißt, ich werde deine Hilfe brauchen, Eisblüte. Wenn wir die anderen rufen wollen und vielleicht sogar Gorfang finden wollen, Gorfangslicht. Oder? Und? Warum? Es hat jetzt eine ganze Zeit lang gehalten. Ist auch schon wieder. Ja, nochmal, wo war ich? Genau, wenn wir das von Reiskram und Gorfang finden wollen, vielleicht geht das nur, wenn du mir hilfst. Also, wo das von Reiskram ist, weiß ich. Das muss ich nicht finden. Stimmt. Dann fehlt uns nur noch Gorfang. Dann lass uns das mal ausprobieren, oder? Sie war Gorfangs Gemahlin, richtig, ne? Ja. Und dein Wolfsrudel wird immer von Zweien angeführt. Eigentlich müsste er auf den Ruf seiner Gemahlin antworten.
Ja. Mir ist nicht wohl bei dieser Sache. Ich bin noch kein Magier. Oh Mann. Warum ich, ey? Aber du hast einen Magier als Ehemann. Machen, das ist ein Fachgebiet. Lovang ist nicht nur Verständigung, das ist... Verwandlung, meinst du? Ja, genau, Verwandlung. Verständigung ist Magier, wäre auch witzig. Ja, wir haben ja sowieso nichts zu verlieren, also lass uns das ausprobieren. Wo sollen die anderen sich denn treffen? Tja. Weil wir müssen sie ja noch aufklären, also würde ich einen Treffpunkt versuchen zu schicken. Mhm. Welchen? Das frage ich gerade die anderen. Wo sollen wir uns treffen? Wo sollen sie hinkommen? Eisblume, was ist in der Nähe von diesem versunkenen Wald? Das Meer. Ja, was hinter dem Meer? Was ist das Nächste? Hinter dem Meer? An der Küste. Gibt es irgendeine markante Stelle? Hier an der Küste. War euer Dorf. Ja. Ah, toll. Ja, gut. Ansonsten kenne ich mich mit eurem Land nicht so gut aus wie ihr. Ich bin neu hier. Das heißt, wir sollten Nach was für einer Art Ort sucht ihr denn? Am besten einen Ort, wo wir Kriegsrat halten können. Wo genügend Leute Platz haben, um zu lagern. Ich denke, nach dem Kriegsrat wird es relativ schnell zu Ende gehen. Habt ihr einen Ort für Krieger? Ich weiß nicht, ich brainstorm mal. Fällt mir irgendwas ein? Ich kenne die Gegend ja ziemlich gut. Da gibt es doch so ein Vor. Oh, ein Vor, ja. Es gibt das Kaiser Gerbald Vor. Der der Außenposten des Mittelreichs hier oben. Ja, die ganzen Strafversetzten, Freiwilligen. Aber das wäre ein Ort voll Kriegern schon. Also es sind alles strafversetzt. Aber das ist sind Krieger. Südlich. Das sind wir weg von unserem eigentlichen Zielpunkt her. Und du willst nicht eine angesammelte Armee bestehend aus Yetis, Garningern, die Wesen, einem Rondra-Geweihten und einer Gruppe Rajoten einmal quer einige Kilometer und Tage durch eine Eiswüste marschieren lassen. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Also das Kaiser Gerbaldfurt ist gar nicht so weit weg von euch. Von uns nicht, aber von Glündhaven zum Beispiel von sehr. Von Glündhaven, ja, das stimmt. Genau, wir bräuchten irgendwas mehr mit. Gedanken bringt, wir wollen doch aufs Meer. Warum treffen wir uns dann nicht an einem Küstenort? Ich könnte zum Beispiel Glündhaven in die Schale werfen. Ich fände es noch heftiger, wenn wir von Friesow aus losziehen würden. Du willst zurück, wo es angefangen hat, hm? Ja. Ich habe den Einhang zu Edel. Wenn die Stadt nicht besetzt ist. Ich glaube nicht, dass sie besetzt ist. Sie ist geplündert worden. Da ist nichts mehr, was sie holen können. Von wem soll die besetzt sein, wenn es 60 Leute sind? Lassen die doch niemanden in der Stadt zurück. Friesow klingt gut. Da kennen wir auch das Gelände. Da haben wir einen Vorteil. Gut, dann soll es Friesow sein. Machen wir die Fernleger dann jetzt noch manuell ausfindig? Oder sollen wir gucken, ob sie vielleicht dazu stoßen? Ich glaube, wenn ich gleich versuche, die anderen Himmelslichter irgendwie zu erreichen, ich bin mir noch nicht sicher, wie das funktionieren soll, aber irgendwie, dann sollte ich wahrscheinlich auch eine Ahnung davon entwickeln, wo sich das letzte Himmelslicht aufhält. Und vielleicht, ich bin kein Magier, aber vielleicht kann man aus Ahnung in Richtung entwickeln. Ich weiß es doch nicht. Du, auch Magier wissen das nicht. Zumindest alle anwesenden Magier im Umkreis von wahrscheinlich 200 Meilen.
Das ist cool, das ist schlecht. Ja, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen drauf rumreite, aber ich bin halt, es ist mir unheimlich. Also, mit der geballten Autorität der Grauen Gilde hier im Norden, ja? Bis Riva auf jeden Fall. Da kommen wahrscheinlich die Nächsten. Sag ich dir, probier es einfach und wir werden sehen, was kommt. Oder wer. Mhm, gut. Riva. Genau, wenn alles reißt, treffen wir uns in Riva und nehmen die Storybrand damit. Hast du genug Geld? Dann mache ich bestimmt ein Kreuz irgendwo in der Tasche. Mhm. Dafür wird jeder Störrebrandmagier ausgerüstet. Garantiert. Gut. Dann würde Ikayo zu Eisblume mal rübergehen und Giska zu sich rufen. Weil der Hund heißt nicht umsonst so. Das hat einen Grund, warum der so heißt, warum sie ihn damals so genannt hat. Ja, Giska war ja sowieso schon immer die sympathischste von allen Himmel zu helfen. Quelle Surprise. Und ja, mit meinem Hund würde ich ihr die Hand hinhalten. Und dann schließe ich die Augen und konzentriere mich auf das Himmelslicht und das, was ich versuche zu finden. Mhm. Das bedeutet wahrscheinlich erstmal ihr Himmelslicht, weil das ist mir am nächsten. Und sobald ich da irgendwie eine Verbindung habe, ja, weiß ich ja ungefähr, wonach ich suche. Und dann kann ich gucken, ob ich das finde, was ich suche. Also du willst irgendwas finden, ja? Nee, ich will die anderen Himmelslichter finden. Bedeutet, ich denke an die Prajotin, ihrem strahlenden Licht, die mir so viel Angst gemacht hat, weil ich so unglaublich schreckliche Dinge getan habe und halt diese Dunkelheit immer noch in mir ist, die ich jetzt nicht mehr so stark fühle, aber sie ist ja trotzdem noch da und die so, ja, fast schon übermächtig erschienen ist in meinen Augen, aber trotzdem sehr edel. Ich denke an diesen einsamen, verirrten Rondra-Geweihten, der sich so unsicher ist mit dem, was er ja in seinem Leben will oder mit seinen Göttern, der so zwiegespalten ist, der aber trotzdem weiß, was eine Schlacht ist und ein Kampf und das ist immer noch ein Teil seiner selbst, auch wenn er das verloren zu glauben scheint. Ich denke an Chom, unseren allerliebsten Yeti, den ich ja schätzen und mögen gelernt habe auf der Reise, auch wenn ich mir zuerst sehr sicher war, dass er mich häuten und fressen möchte. der aber sein Leben riskiert hat, um mit uns zusammen in die Schlacht zu ziehen und ja, den wir dann tatsächlich auch noch retten konnten. Und der auch irgendwie Teil meiner Familie geworden ist. So krude das auch erscheint, weil er sich Sorgen macht um uns, um die kleinen, haarlosen Menschen und Häuptling Klein-Klein. ich denke an Fanta. Ja, die mir sehr weise vorgekommen ist, weil sie so alt war und weil sie schon so viel erlebt hat und auch von den Chakragar wusste und ja, die so einen gewissen Überblick gehabt zu haben schien. Und die eine von meinem Volk ist. Die eine, die ist wie ich. Und die schon viel durchgemacht hat, so wie sie aussieht. Ja, und wenn ich mir das alles verdeutlicht und vergegenwärtigt habe, denke ich auch an Eisblume, die genau vor mir steht. Die so anders ist wie die anderen und mir doch irgendwie ähnlich, nämlich ängstlich und neugierig zugleich. Die auch ziemlich lange wie ich auf der Suche ist, beziehungsweise war, nach einem Ausweg aus einer Situation. Und die auch irgendwie versucht, das Beste für ihre Familie zu machen, auch wenn das heißt, sich gegen den eigenen Vater zu wenden. Und dann, mit dem Stichpunkt Vater, denke ich an die Aspekte von Vorfang, ja, dem starken Anführer des Rudels, dem wir suchen. Auf diesen sind all meine Gedanken gerichtet.
Und wenn ich mir das alles so vorstelle, wahrscheinlich in so einer Art Kreis, wo die halt alle so irgendwie um mich herum schweben. Ja, würde ich versuchen, denen die Nachricht zukommen zu lassen. Was ist mit dem fehlenden Licht, was der Chakragar hat? Ja. Das ist die Frage. Ikayo hat Angst, die Hand nach diesem Licht auszustrecken. Weil sie Angst vor den Chakragar hat. Weil sie Angst vor diesem Namen der Schmerzweber hat. Weil der Wolf, den er verkörpert, für Jagd steht. Und das, was die Chakragar tun mit ihrem Volk, ist Jagen. Und nee, ich glaube, ihn wird sie nicht mit in die Gleichung einbeziehen. Das traut sie sich nicht. Da hat sie zu viel Angst vor, dass ihm dadurch vielleicht ein Vorteil entgeht oder so. Vielleicht irgendwann in einem gesonderten Gespräch wird sie mal versuchen, ihn zu kontaktieren, aber nicht jetzt. Mhm. Und den anderen und auch dem Unbekannten würde sie versuchen, halt den Gedanken zukommen zu lassen, es ist soweit. Der letzte Kampf steht an. Und wir brauchen euch. Es gibt einen Plan. Trefft uns in Frisov. Kurz überschlagen. Lange braucht man von Glündhafen ungefähr dahin? Keine Ahnung. 3-4 Tage. So in etwa. Deswegen würde sie sagen, in 4 Tagen. Und bereitet euch auf einen Kampf vor. Kommt. Helft uns. Wir brauchen jeden einzelnen von euch. Nur zusammen können wir diese Dunkelheit abwenden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Das ist so das, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht rede ich auch mit mir selbst in meinem Kopf, aber das wäre nichts Neues. Ja. Eisblüte und Ikayo stehen nebeneinander. Die Himmelslichter in der Hand jeweils. In dem jeweiligen Licht pulsierend. Eisblüte betrachtet Ikayo mit einem zweifelnden Gesichtsausdruck. Aber außer pulsierendes der Lichter empfindet Ikayo nichts. Außer das, was du gerade geschildert hast. Ja. Dann zuckt sie nach ein paar Minuten mit den Schultern. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht wie. Du versuchst, eine Rude zu versammeln, richtig? Letztlich gesehen. Vielleicht müssen wir mehr denken wie ein Wolf. Soll ich jetzt jaulen? Guck mal, Liska, möchtest du den Stein? Hm? Und Liska... Soll ich ihn dir geben? Vielleicht kannst du das besser als ich. Sei mal nicht so sarkastisch. Das ist einer meiner Hauptattribute. Ich halte das mit dem Heulen gar nicht für gar nicht so schlecht. Ich
Rudel. Das Rudel jagt gemeinsam. Ich denke, alle müssen zusammenstehen. Außer Pölle vielleicht, der wieder geht. Das ist mein Stichwort, ich bin raus. Alle müssen zusammenstehen. Gemeinschaftlich. Es bleibt keiner zurück. Keiner wird besonders hervorgehoben. In einem Rudel hat jeder einen festen Platz. Möchtest du mir erklären, wohin du mit deinen Gedanken möchtest? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich rede gerade ein bisschen vor mich hin. Ich weiß ja nicht, was du genau, gedacht hast. Gut, das klingt sehr wirr. Ich habe an die anderen Himmelslichter gedacht, die wir bisher gefunden haben, an die Leute. Und an, Gorfang, wofür er steht, wie ich ihn mir vorstelle, was ich von ihm weiß, was er mir erzählt hat. Vielleicht müssen auch erst mehr zusammen sein, damit die Verbindung stärker wird. Naja, aber Grikis Licht ist ja hier. Ihr Aspekt ist ja quasi Verstärkung. Die Aspekte der anderen sind nicht Verstärkung. Das stimmt. Vielleicht solltest du wirklich heulen wie ein Wolf, während du das Rudel zusammenrufst. Woher willst du wissen, ob es geklappt hat? Ich vermute, ich hätte es gespürt. Ich konnte dich eben auch spüren. Ich konnte spüren, was du fühlst. Ich hatte eine Verbindung. Genauso wie zu allen anderen hier. Sie war schwächer, aber... Aber sie tragen alle keine Lichter. Moment. Das stimmt. Ja, aber das ist, wie gesagt, schon vorher vorgekommen. Nur nicht so stark. Eher bei einzelnen Personen. Wann ist es denn vorgekommen? Als wir Lothar hinterhergelaufen sind. Wir sind einen Felswand hochgeklettert und ich weiß nicht, Goswin... Ich wusste einfach, was ich tun musste, als du über mir geflogen bist. Irgendwie, ich wusste, dass da vorne eine Felsspalte kommt und dass wir Lothar einholen können, wenn wir ja jetzt schon ausweichen, weil er dann um sie herumklettern muss und... Ich weiß nicht, als du mir das Himmelslicht gegeben hast, war das auch irgendwie so, glaube ich. Da war halt diese Verbindung. Plötzlich. Und das wie eben, das habe ich noch nie gehabt. Also ihr wart einfach alle in meinem Kopf. Ihr wart auch alle in meinem Kopf. Ich glaube, nur ich war in eurem Kopf. Ich habe alles abbekommen und ihr habt nur mich abbekommen. Achso, genau so. Das war ziemlich viel. Aber vielleicht können wir dann helfen. Irgendwie. Goswin, mach mal eine Magiekunde-Probe. Wo er gerade so philosophiert.
Philosophieprobe, was? Ilva, was hältst du denn davon? Hilf mir mal, du sagst immer so schlaue Dinge, wenn keiner was weiter weiß. Ich schipp die 20. Sieht besser aus. Jetzt habe ich 3. 3 Qualitätsstufen. Also du bist ja Magier. Das heißt, du bist ja, du bist vertraut mit einer bestimmten Art davon, wie Magie funktioniert. Du hast dir das Amulett ja mal angesehen, du konntest es nicht richtig analysieren, du konntest das nicht. Du hast dies nicht, du hast die Art der Magie nicht ergreifen können. Und jetzt, wo Lothir Ikayo so herumstochern im Nichts, versuchst du eher so analytisch an die Sache ranzugehen, wie du es halt gelernt hast. So, was könnte das sein? Du weißt, dass es ein Zauber ist, der auf dem Amulett liegt. Du konntest nur nicht wissen, welchen. Und hast lange nicht gewusst, welche, also was das überhaupt macht. So, du hast von irgendwas Lichtmachen ausgegangen, weil es das als erstes gemacht hat, das Amulett. Und vielleicht hat dich das verwirrt im ersten Augenblick, als du den Analysezauber sprachst. Du wolltest gerade was sagen? Sprich ruhig weiter. Ich frage ja nochmal extra. Deswegen. Ist das nicht viel toller, wenn es von euch kommt? Ich euch das erzähle? Ja, also ich gehe einfach mal davon aus. Also ich kenne mich ja ein kleines bisschen mit elfischer Magie aus. Ja. Zumindest mit der Denkweise auch von elfischer Magie. Es gibt ja, also ich persönlich kenne einen Zauber, der Einfühlung verschafft. Ich kenne allerdings auch einen Zauber, der es erlaubt, die eigenen Gedanken bzw. die eigenen Bilder in Gedanken in andere Geister zu projizieren. Das wäre jetzt meine Assoziation damit gewesen. Mhm. Und mit diesen Gedanken, die er gerade durch deine ersten Nachdenkensachen machen, kannst du ja nochmal versuchen, eine Magieanalyse zu machen. Vielleicht davon ausgehend, von diesem Gedanken ausgehend. Ja, dann probiere ich das wohl mal. Liebe Ikayo, würdest du mir vielleicht das Himmelslicht noch einmal überlassen? Klar, zieh das aus und gib dir das. Das ist so, ich weiß sowieso nicht, was ich damit machen soll. Ich bin so unfähig. Komm her, Liska! Und vielleicht hilft es ja auch, dass anscheinend dass der Zauber, der in dem Himmelslicht gespeichert ist, verstärkt wird durch das andere Himmelslicht. Vielleicht hilft es Goswin dabei, die magischen Fäden besser zu erkennen. Vielleicht hilft mir auch der Ort. Wir werden sehen. Ich auf jeden Fall suche mal etwas Schemel- oder Tischartiges, worauf ich das Himmelslicht ablegen kann. Irgendwie einen Stein oder so, wischt da noch so den Schnee weg, legst dahin. Jetzt habe ich zu viel Kleidung an. Ich ziehe mal meine Jacke aus, auch wenn mir dann kalt wird. Hilft ja alles nichts. Und dann bitte ich um Ruhe. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich habe eine Idee. Aber ich muss sie verifizieren. Und ich fange an, über das Himmelslicht zu streichen. Konzentriere mich ganz auf die Magie, die fließt. Spür wahrscheinlich eine leichte Übelkeit, weil die Magie des Ortes ja hier auch deutlich mitschwingt. Spürst die Kraft, die in dem Ort steckt hier. Und versuch diese Kraft ein bisschen zu bändigen, indem ich ja auch noch ein bisschen Magie aus meinem Körper einfließen lasse. Vollziere recht komplizierte Bewegungen und
ja, summe dabei und konzentriere mich weiterhin eben auf dieses Himmelslicht. Es dauert einige Zeit, bis ich plötzlich innehalte und die Augen öffne. Und na komm schon, die Probe geschafft habe. Eine Qualitätsstufe, mehr kriege ich beim Analyst nicht raus. Okay. Gut. Dann schlägst du die Augen wieder auf und siehst das magische Geflecht um dich herum. Nimmst es anders wahr als vorher, nimmst deine Umgebung anders wahr als vorher. Es ist dir bekannt, wie es aussieht. Du warst in dieser Wahrnehmung schon mal. Alles um dich herum verschwimmt. Du siehst Lothir und Ikaju an. Du siehst, wie die astralen Fäden, die Astralenergie durch sie durchgleitet, obwohl sie nicht magisch begabt sind. Du siehst die verstärkte Astralenergie in Eisblüte wandern. Und du schaust dann die Himmelslichter herab und siehst die astralen Muster, die Zauber, die gewebt worden sind. Und kannst sie, wenn du kannst sie greifen, kannst sie bewegen, kannst sie quasi aus dem Geflecht herausziehen, größer, kleiner machen und sie genauer betrachten. Und ich gestehe dir mit der einen Qualitätsstufe einen Bonus von einem Punkt auf eine Magiekundeprobe zu. Alles klar. Also Erleichterung um 1. Sehr gut. Bis auf die 17. Die Hürde 17, ja, die muss ich schippen. Ja. Also ich würde wahrscheinlich schon was, aber dadurch würde ich mein Ergebnis leider um 2 Qualitätsstufen schwächen. Ah, das sieht besser aus. Jawohl, und damit habe ich die 3 Qualitätsstufen. 3 Qualitätsstufen. Ja. Und ich gebe dir sogar die 4. für den Analysezauber mit dazu. Das heißt, damit schaffst du es, ihr seht, wie Goswin diese merkwürdigen Bewegungen macht, irgendwie irgendwas zu sehen scheint, was ihr nicht sehen könnt. Und Goswin sieht dann durch diese astralen Fäden hindurch Muster von einem Spruch, den hat irgendein Lehrmeister von euch mal versucht, dir beizubringen, als du noch Eleve warst, ganz am Anfang. Und dann hat er gesagt, erinnerst du dich an dieses, ach, du kannst das nicht. Und an die Stockschläge und an die Nächte, die du durchgelernt hast, du versucht hast, diesen Zauber zu bändigen und nie geschafft hast. Und deswegen kommt er dir jetzt so bekannt vor, weil es dich daran erinnert. Jetzt, wo du weißt, wonach du gucken musst, erkennst du den Zauber des Blick in die Gedanken. Und du weißt, dass dieser Zauber nicht unbegrenzt wirkt. Er braucht ein Ziel. Zumindest so, wie dir das dein Lehrmeister damals beigebracht hat. Also ein konkretes Ziel, das vor mir steht. Das schließt du aus den Fäden. Es gäbe eine Möglichkeit, das zu erweitern, aber Zaubermodifikationen hinzuzufügen in Artefakte. Also du siehst es in diesem Zauber nicht, dass es erweitert ist. Der Zauber, der auf dem Artefakt liegt, ist beschränkt in seiner Wirkungsentfaltung. Er ist anders als das, was du siehst, also was du kennst aus den Büchern, aber nicht unbeschränkt, wenn du dich darauf konzentrierst, als er warum das nicht jetzt nicht geklappt hat, was Ikaju wollte. Und dann blickst du hinüber vielleicht auf das andere Amulett und siehst dort einen weiteren Zauber,
der dir entfernt bekannt vorkommt. Und siehst einen Zauber, der es möglich macht, Dinge zu verdoppeln. Illusionen schafft. Und eine Verstärkungsvariante, natürlich. Die beiden sind gerade verbunden. Du kannst das sehen durch den astralen Fluss. Und deswegen ist dieses Muster, was du gerade angesehen hast, von Ikaios Himmelslicht so groß, mach so und so dominant, dass du es erkennen kannst. Vorher hast du es nicht erkannt, als du das erste Mal die Analyse gesprochen hast, damals in Friesow. Du weißt, du bist schlechter drin, du warst schon immer schlechter drin, Dinge zu analysieren, aber das ist jetzt sehr so dominant, dass du es erkennst. Ja. Ich teile alle meine Ergebnisse, alle meine Beobachtungen teile ich im Prinzip unmittelbar mit. Also ich, während ich scheinbar im Nichts herumstarre, ja, mir die astralen Fäden angucke, in der Luft rumfuchtle, Dinge vergrößere, Dinge zur Seite schiebe, sage ich euch immer, was ich da sehe. Ihr versteht nicht immer alles, weil ich unheimlich viele Fachbegriffe benutze. Und als ich dann aus dieser Art Trance wieder erwache, könnte ich meine Jacke bitte wieder haben? Ich gebe dir deine Jacke wieder. Ich habe so ein Meta-Fragezeichen im Gesicht. Ich ziehe jetzt erstmal in Ruhe meine Jacke an. Ikaio? Ja? Du kannst Gedanken lesen. Weißt du, ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu. Aber diese Fähigkeit, die du bekommst, braucht ein konkretes Ziel. Wenn ich dir gegenüberstehe, könntest du wahrscheinlich meine Gedanken lesen. Nein, das haben wir schon ausprobiert. Payback! Das ist das, was meine Analyse sagt. Du könntest es vielleicht sogar, wenn jetzt, wo du weißt, wie das funktioniert, und wenn du das Buch hättest, was du hast, könntest du Ikaio beibringen, wie man es aktiviert. Wenn ich das Buch hätte, was ich habe? Ja, nein, was dieses Buch von damals dabei hättest. So. Ja, dein Lehrbuch von damals. Ja, alles klar. Und könntest du Ikaio beibringen, was den Zauber auslöst? Und, ne? Also könnte ich auch quasi einen Teil meiner astralen Kraft dort so rein. Ja, wenn du das Amulett jetzt nimmst, dann du weißt ja jetzt, um was es sich handelt, du könntest es so zack anmachen, ausmachen. Ah ja, alles klar. Du weißt ja jetzt, was es ist. Du kennst den Zauber, du weißt, wie mein Zauber wirkt und so. Ne? Ja, aber man kann wirklich nur lesen, ne? Man kann nicht projizieren. Man kann auch projizieren, ja. Ah, ich nehme das Amulett und projiziere meine Gedanken sofort in die Karte. Oh Gott! Funktioniert. Was denkst du denn gerade? Ich denke, so funktioniert das. Und denke, wie es funktioniert. Ich gucke dich sehr verstört an. Ach so, ein Transmodifikationsalgorithmus, ja klar. Ja, also, das ist erst so, what the fuck? Ein Transmodifikationsalgorithmus. Was ist ein Transmodifikationsalgorithmus? Ist das nicht super? Leute, ja, bitte zwischen beiden hin und her. Faszinierend. Ich glaube, ihr habt das Geheimnis einer perfekten Ehe gefunden. Das ist so eine makabere Fasziniertheit, wie Ikaio jetzt dieses Ding anguckt, so ich sehe Dinge. Und weg. Ich habe Ikaio kaputt gemacht!
schön. Plopp. So. Verstand verloren und opferieren jetzt Cthulhu. Nein. Also, ja, Ikayo betrachtet dieses Himmelslicht jetzt mit so einer Mischung aus makabrer Fasziniertheit, weil sie sieht gerade durch Gossens Gedanke Dinge, die sie eigentlich nicht sieht, von denen sie jetzt aber weiß, dass sie existieren. Und kann das lesen, weil Goswin es lesen kann, weil seine Erkenntnis auf sie übergeht, aber sie wusste davon vorher gar nicht und deswegen ist das gerade so. Ja, du merkst auch den fremden Gedanken auch in deinem Kopf. Du weißt, dass das nicht deins ist, was du gerade denkst. Das ist sehr, 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 sehr creepy. Ja, okay. Ich verstehe, glaube ich. Und, vielleicht. Ja, und Goswin, wenn du jetzt halt überlegst, ne, es ist wahrscheinlich immer ausgelöst worden, wenn Ikayo gerade irgendwas unterbewusst wollte. Wollte wissen, wie es dir geht, wie du geflogen bist und so. In dem Augenblick, wo du das Amulett überreicht hast, ist es ausgelöst worden. Jedes Mal, wenn ein anderes Himmelslicht das quasi kam, ist es ausgelöst worden. Und verstärkt durch das... Durch das andere, ja. Durch das andere Himmelslicht. Ja, sie ist ja eben nach vorne getreten und wollte ja irgendwie... wollte die Situation einschätzen. Sie wollte halt wissen, was los ist. Und zack, alle Eindrücke von allen gehen an. Yay. Deswegen bin ich auch so überfahren worden. Ja, ich halte dir das Himmelslicht wieder hin. Das an, als würde es mich beißen. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum es bei Goswin vorher nicht so intuitiv funktioniert hat, weil Goswin einfach anders Magie filtert durch seinen Körper. Goswin zaubert und zaubert in einer gewissen Art. Ikayo kann das nicht und ist... Ne? Ja gut. Da es mir immer noch hinhält und das Ganze langsam komisch wird, nehme ich es dann wieder sehr zögerlich. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass sie ja die letzten beiden Träger kennen müsste mit dir, oder zumindest sehen müsste, mit denen in einem Raum sein müsst oder in einer Umgebung sein müsst, um sie anzufinden. Aber wenn das tatsächlich Zauber sind, die gebunden sind, ich bin gespannt, was in Gothans Amulett stecken mag. Ja. Vielleicht hat er die Fähigkeit, alle zu rufen. Anführer? Ah? Oder die Fähigkeit, alle anderen zu unterdrücken. Aus der Entfernung. Ja, ich meine Optimismus. Ich weiß. Das Wort heißt Enthusiasmus, das du suchst. Und ja, ich bin gerade voll davon. Ja, ich sehe das. Ich sehe das. Und sie klopft dir so auf die Schultern. Ich sehe das. Es ist wunderbar. Mir ist noch nie eine Analyse so gut geglückt. Ernsthaft. Ich dachte schon immer, ich wäre unfähig. Lothir lehnt sich so ein bisschen bei Ikayo an, als wenn er so rumhüpft, ist das schon irgendwie niedlich. Ikayo läuft rot an. Geht dann ganz schnell woanders hin. Oh, guck mal, Eismann, sehr interessant. Diese Maserung, ne? Das ist ja schon ein bisschen länger hier, das Eis. Also, ist ja auch kalt, ne? Warum sollte es schmelzen? Was machen wir jetzt? Fjallinger! Ah, ich liebe es, wenn ich recht habe. Oh, ist das so toll. Boah, willst du wissen, ob du... Also, ich kann vielleicht Gedanken lesen, aber ich verstehe dich trotzdem nicht. Das Privileg eines guten Ehemannes, würde ich mal sagen. Nein, Lothir, Ruhe. Du kommst auch noch dran, Lothir. Wo kam diese Stimme her? Ihr vier. Travia spricht. Bist du es? Travia.
Travia spricht zu mir. So. Ich kriege auch noch. Das ist ja viel zu lange weggelaufen. Das Problem ist, wir müssen die Fjaniger erstmal finden. Ja, dafür haben wir ja Ilva. Ja, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, einen Stamm von dem Durchschnitt 2 Meter großen, 120 Kilogramm schweren Leuten zu finden. Also so jetzt nicht. Du solltest dich wundern. Du solltest dich noch ganz schwer wundern. Aber ich weiß ungefähr, wo sich die Stämme aufhalten müssen. Und im Zweifelsfall könnte ich auch deren Spuren lesen und sie finden, ja. Also, Enthusiasmus! Er grinst breit. Und gleichzeitig spielt sich so ein, aber ich will's eigentlich nicht, auf Ilvas Kopfgesicht auf. Genau das, genau. Kaio guckt zu Lothian, ich weiß, du warst die letzten Tage echt mit anderen Dingen beschäftigt, aber ist dir bisher immer noch nicht aufgefallen, dass sie das vielleicht gar nicht will? Ilva, also, ich bin sicher, dass du deinen Stamm finden kannst, aber möchtest du deinen Stamm finden oder andere deines Volkes? Wir könnten die Streitaxt-Leute suchen, mit denen habe ich wenig zu tun gehabt, das wäre okay. Weg zu Hikaru, und das nennt man einen... Kompromiss. Das ist so schlimm mit deinen Leuten, Ilva. Dass wir ausgerechnet den einen Stamm suchen müssen, mit dem du so wenig zu tun hattest. Das ich gucke Goswin an, hast du schon vergessen, was ihr uns erzählt habt? Seid ihr eigentlich alle ohne Emotionen geboren? Boah, ey. Ich sehe ein, ich habe mich hinreißen lassen. Wir benehmen uns ab jetzt wieder. Das tut dir sowieso nicht. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Versprich dir, wenn ich dir irgendwo in den Arsch was sagen, wenn du das versprichst. Also suchen wir jetzt ein was? Ein Stamm eures Volkes? Guck Ilva an. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir werden dich nicht zwingen. Haben wir da ernsthaft eine Wahl? Haben wir ernsthaft eine Wahl, dass ich jetzt sagen kann, ich habe keinen Bock, die zu treffen? Klar, und dann geht die Welt halt unter, nur weil ich dickköpfig bin, oder was? Es gibt immer ernsthaft? Eine Wahl. Na also! Ey, ich würde die lieber nicht treffen, aber wenn das nachher jemand von denen hat... Wissen wir das denn sicher? Nee, wir können doch bei den Streitachsleuten anfangen. Vielleicht haben die das ja schon, dann sind wir raus. Von denen weißt du allerdings nicht genau, wo die jetzt sind. Das könnte so irgendwo hinter Glündhafen, da wohnen die irgendwo im Gebirge. Ja, aber... Aber sie sind netter als deine Leute, ja. Insofern man bei Fjaningern von nett sprechen kann, ja. Sie haben anstatt 20 nur 15 Berserker. Ne? Ja, es ist so. Gut, vielleicht überlasse ich euch einfach mal mit Gedanken, was ihr denn jetzt machen wollt und Ilva vielleicht auch mal mit dem Gedanken, was sie jetzt machen will, erstmal in eine Pause, weil wir haben heute schon weitergespielt, als wir eigentlich sonst machen, von der Zeit her. Und dann könnt ihr euch ja mal bis zum nächsten Mal überlegen, was ihr denn genau machen wollt. Und Ilva kann sich genau überlegen, wie sie dazu steht und so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und schauen dann, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Und ja, danke schön, dass ihr heute mitgespielt habt. Das war ja eher so ein bisschen Infosammeln heute. Aber ich denke, wir sind, ja,
Wir haben viel erfahren. Und, ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, dass es nicht wieder darum ging, irgendwas aus irgendjemandem rauszuholen. Sei es jetzt Waffen oder Dämonen oder andere Dinge. Ja, ihr habt einen neuen Verbündeten gewonnen. Das ist auch ganz schön. Hey! Ja. Hey, guck mal, Prajotin und Prajotin und hier, das ist, wir kämpfen gegen die. Ach ja, und das ist unsere Verbündete. Sie ist auch eine von ihnen. Wenn man jetzt fies, könnte man mit ihr voll böse Tests machen. Kann sie einen Tempel betreten? Könnte man einen Test machen. Bei jedem Preisscheibe wehtut wahrscheinlich nicht. Je nachdem, wie die Preisscheibe steht, tut die einem schon mal weh. Ja. Also, ja, danke, dass ihr mitgespielt habt und euch da draußen danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich schaue gerade noch mal, wer denn hier so alles da ist. Wir haben Feramin heute noch hier und Active Energy, André, Another TT Viewer, Commander Root, Downey, Drex, Ed Lobby, Grexstar, Hotney, Host Giveaway, Kagrim, Katze Yamera, Mr. Magister, die Polizei hat natürlich auch wieder aufgepasst, dass heute alles gut ist. Positivity Bot, Schattenjäger, Sentriel, Slowcool und Jairobi. Danke, 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 dass ihr zuguckt. Wenn ihr es später nachguckt auf dem YouTube-Kanal von mir, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Und das soll euch, die ihr jetzt live dabei seid, auch nicht abhalten, nochmal zusammenzufassen und das zu nutzen. Wenn ihr wissen wollt. Halt uns eure Schlachtpläne mit. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut auf den Nerdpol. Da wird immer veröffentlicht, wann wir denn weiterspielen. Oder schaut auf YouTube in meinen Community-Bereich. Den sollte man auch mal nutzen können, wenn er da ist. Da schreibe ich nämlich auch immer einige Sachen rein und wenn ihr irgendwie Fragen habt zur Runde oder so, dann könnt ihr die auch gerne darstellen oder unter den Videos. Ich lese die alle und leite die auch an die Spieler weiter. Ich wäre ja für ein neues Hashtag. Nämlich? Rex, mehr Hashtags. Noch mehr. Noch mehr Hashtags. Ja, ich weiß nicht, ob ich das vertrage. Ja, ich finde den Hashtag D-Rex knebeln auch nicht. Der arme D-Rex. Der arme D-Rex, genau. Ja, also Community-Tab gerne benutzen. Da schreibe ich auch immer, was so ansteht. Auch wenn ich bei anderen Leuten auf anderen Kanälen mitspiele, könnt ihr das da sehen. Und ansonsten, wenn ihr sonst irgendwie mit mir in Kontakt treten wollt oder mit den anderen Spielerinnen und Spielern hier, dann ist der Discord vom Nerdpol immer zu empfehlen. Da sind wir alle öfters mal herumfliegen. Und ja, vielleicht sieht man sich auch da. Wie ihr da hinkommt, erfahrt ihr auch hier oben da, durch die Adresse. Ja. So, sonst sage ich einfach mal noch einmal danke fürs Zugucken und Mitspielen und verweise auf das nächste Mal. Macht's gut, schlaft schön oder habt einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.